Ja, gut. Gut, kurz ruhig sein, dann mache ich, oder will einer mal von euch die Einleitung machen? Nein. Okay. Nee, du kannst das so gut. Ich kann nicht Ich so. mach's. Dungeon Ich Master. mach's. Okay, ey, Du Maus. Okay. Warum hast du eigentlich so einen komischen Zeichenstift in der Hand? So. Lass sie Weil ich doch. jetzt einen Zeichenstift haben möchte, okay? Okay. Das sieht Slay. ästhetisch aus. Das sieht So, fetisch ich sag. aus. Ästhetisch! So, willkommen zurück auf unserem. Auf uns? Ich In finde, das ist unserem schon. Kopf. Ich finde das schon eine wunderbare Einleitung. Hallöchen. Bei unserem Coffee Brain Dead Podcast. Und wir brauchen immer noch ein Logo und das dauert noch bei mir leider. Willkommen zurück in unserem Podcast. Hallöchen, ich bin Lex und ich habe drei wunderschöne Leute wieder mitgebracht. Und wir wollen zusammen über ganz lustige Dinge sprechen. Aber weil wir immer noch hier, weil wir ja alle noch so unbekannt sind, wer seid ihr überhaupt? Zum Beispiel die nette Dame hier neben mir. Wer Ach ist diese so. wunderschöne Luna? Hi, ich bin Luna und bei mir deutet er in die falsche Richtung, deswegen war ich verwirrt. Oh Das ist Mann. der erste Editor-Guy, hieß der Editor-Guy. Richtig. Wir haben Also hier bei oben. mir, also ich weiß nicht, ob er hier ist oder da, Da ich ist habe keine Lex bei Ahnung, aber bei mir. mir ist er Ja, da da, warte mal, bei mir Lex. ist er da. Ja, sag mal, wer ist wo bei dir? Also, hier ist Luna. Das kommt Also bei natürlich im. mir bin ich da Alles nicht. da, ey. Das heißt, Nee. ich bin. Du, Ich Johnny bin ist da oben. hier. Ja, du Ich bin bist bei mir hier. hier. Das ist der Johnny. Wer bist du, Johnny? Du bist Johnny, das Okay. ist Bei toll. mir Und ist er ich bin auch Johnny. da. Und da, Ich bin eine da ist. Persönlichkeit. Keine Ja, da Ahnung. ist Amy. Das ist natürlich Hallo! hervorragend im Podcast-Format. Ich stelle mir das ja immer so vor, wenn Leute unseren Podcast hören sollten, im Fitnessstudio oder so, weil wir so witzig sind. So. Und dann sagen wir, Ich bin das hier. da, Du bist guck da. mal, das ist das hier und der ist das hier. Also, wir sind drei Menschen und wir haben Bock auf Podcast. Hallo. Drei? Vier. Ich weiß nicht, das zählen hast du auch nicht so Amy ist draus, kein oder? Mensch. Sie ist ein Roboter. Wir sind drei Menschen, ein VTuber in. Genau. Richtig. Ja, man merkt schon, meine Stimme ist ein bisschen am Hintern, am Popo. Er hat nämlich eine Corona-Infektion vor 2 Wochen. Ist deine Schuld. Ja, ich kann dir kurz erzählen, Nein, wie das. Lex, by the way. Ich kann das ja gerne erzählen, wie das passiert ist. Nämlich ganz witzige Geschichte. Ich war so 3 Jahre lang im Homeoffice, nur mal so ganz sporadisch in der Firma. Und eine Woche lang dachte ich mir, komm, ich fahre mal wieder in die Firma, das sind so ein paar Kollegen, denen will ich was beibringen. Habe ich mit denen zusammen im Büro gesetzt, Montag alles easy, Dienstag alles easy, Mittwoch und Donnerstag alles easy. Freitagmorgens fahre ich in die Firma, gucke auf mein Handy, so wirklich 2 Meter, bevor ich in der Firma bin und kriege eine Nachricht, oh, ich bin übrigens positiv getestet. Und ich, oh nein. Dreh also um, fahre nach Hause, mache auch einen Selbsttest, nichts, alles cool. Samstag alles cool, da waren wir noch auf dem Konzert, Sonntag alles cool, montags alles cool. Montagabend so Halsschmerzen bekommen, sag ich, nein. Dann ging es dann Aber dann Dienstag war das doch los. das Konzert, oder nicht? Nee. Nee, es war Nee? nicht das Konzert. Das Nee, war nicht das absolut Konzert. nicht. Haben sich Ja. vielleicht auch noch ein paar mehr Leute angesteckt. Auf jeden Fall dann angefangen mit Halsschmerzen, es ging gar nichts mehr. Dann habe ich Fieber bekommen, 39, 6 Grad Fieber über 2 Tage. Ich hatte in meinem Leben noch nie so krasse Halsschmerzen wie mit Corona und bin immer noch voll am Sack. Das ist richtig Boah, ja, also ich hatte als Kind mal die Schweinegrippe und so ein Käse. Also ich war als Kind echt anfällig für sowas. Aber nichts war so krass wie Corona. Ich Corona muss ist sagen, echt ein Corona eigenes Ding. hatte die ätzendsten Halsschmerzen, die ich je so Ja, hatte. Das war so ja. schleimig und gleichzeitig irgendwie arschkratzig und trocken. Das war Ja. schlimm. Und Also ganz weird. ich habe gleich natürlich mit meinem linken Ohr darauf reagiert. Das heißt, ich hatte so Ohrenschmerzen. Ich bin einfach. Ne. Jeder, der mir entgegenkommt und sagt, Corona gibt's nicht, dem haue ich mit Das meinem ist Baseballschläger in die Fresse. Mandelentzündung mal 10 einfach. Ja, So war viel schon nicht so Gitarre. angenehm. Ich habe keine Mandeln mehr. Ich habe keine Ahnung. Mehr. Ja. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Kann gebrannte man noch Mandeln. balden. Hast du Ich nicht esse noch gerade welche? nebenbei am Bounty. Der ASMR-Podcast. Nom nom. Nom nom. Ich stumme mich, wenn ich hier anfange zu essen. Ich stumme mich jetzt gerade auch die ganze Zeit schon. Hattest du denn schon Rona, Amy? Nope. Was? Viermal geimpft und Ja, wir sind kein Corona. immun. Alter, Ich bin auch du viermal bist geimpft. Königsimpfung. Obwohl ich Verkäuferin bin, by the way, und die haben schon, sicher habe ich getroffen, die Corona hatten, aber zum Glück noch Stimmt. nicht. Also alle, ich sage euch nur, alle meiner Arbeitskollegen hatten Corona gehabt. Okay, ich Aber hätte ja auch. Amy ist einfach The Ellie Rock. in unserer Welt. Resistant, Allah. Ja, die ist immun. Wer? Und Ja. sogar
da muss ich das auch noch erzählen. Sogar meine Schwester hatte Corona gehabt. Ich war bei ihr. Also nicht mal einen Meter Abstand, ich war bei ihr. Aber ich habe es nicht bekommen. Vielleicht hast du auch einfach keine Symptome bekommen. Es gibt ja auch genug Leute, die auch null symptomatisch sind. Lex, hast du gerade gefragt, wen ich meinte? Ja. Mit Ellie? Aus The Last of Us. Heißt sie nicht Ellie? So. Die heißt Ellie, oder? Keine Ahnung, kann sein. Ich kenne den Namen nicht. Aber dann habe ich auch gedacht. Die Immune. Ja. Get her. Brauchen dein Blut. Sie hat noch ein Leben übrig. Uns immunisieren damit. Die Menschheit retten. Komm her. Ja, ich muss die Serie noch sehen. Habt ihr die schon geguckt? Die soll so unfassbar gut sein. Nope. Die ist auf irgendeinem Streamingdienst, auf den ich keinen Zugriff HBO? Habe. HBO? Weil ich kein Geld dafür ausgeben. Netflix kündigen jetzt alle Serien. Legale Sicherheitskopien. Mein Alter, da. Oh Gott, ich kann nicht mehr lachen. Wie ging es denn euch so die letzten 4 Wochen? Ich habe schon angerissen, bei uns war quasi nichts Spannendes, außer Corona und Bett und Fieber und auf dem Konzert waren wir. Aber ansonsten und erzählt ihr doch. Wir hatten gestern doch was ganz Tolles. Ja, aber lass doch auch mal die Kollegen hier erzählen. Okay. Ich weiß nicht, ob Amy anfangen will, weil ich habe so viel zu erzählen. Ich habe auch so viel zu erzählen. Ich habe echt verdammt viel. Es ist echt. Fang du mal an. Ich fange mal an. Ich weiß nicht, worüber ich anfangen soll. Ich rede mal über, was war das, vor 2 Wochen oder so. Ich habe da einen, mit anderen Studenten im Studiengang ein Smash-Tournament an unserer Hochschule veranstaltet. Und es war actually ziemlich fun. Wir hatten 48 Teilnehmer und es waren so um die, weiß nicht, Zuschauer habe ich jetzt nicht genau gezählt, aber so 50, 57 Leute waren da so da den Tag über, sind actually sogar ziemlich viele gegen Abend gewesen, war sehr interessant. Das Finale war auch sehr krass. Ich weiß nicht, Smash-Leute, wir hatten da einen, mir fallen die Fighter-Namen nicht ein. Ist auch egal. Auf jeden Fall war sehr krass der Fight, der war sehr krass und ich weiß nicht, aber unser Prof, ich liebe unseren Prof. Nee. Der ist so toll. Also wirklich, das ist überhaupt nicht Schleimerei, weil der besorgte jetzt für uns Bildschirme mit dem Money von der Hochschule für die Tournaments, dass wir ein Monthly veranstalten. Das heißt, dass wir jeden Monat dann auch fest vernünftig das Turnier veranstalten können. Oder das ist zumindest geplant. Das ist echt und das ist schon echt geil. Also ich weiß nicht, wann irgendeine Hochschule das jemals gemacht hat. So eigentlich nie. Kann ich mir nicht vorstellen. Und weil sonst müssten ein paar Teilnehmer immer Bildschirme mitnehmen, weil das ist das größte Problem, damit du überhaupt die ganzen Spiele durchspielen kannst, die da gespielt werden müssen, die ganzen Begegnungen. Und ja, ist geil. Ich freue mich drauf auf sehr viele mehr Smash-Tournaments und weiß nicht, das macht mich einfach so happy. Was war das Preisgeld? Ich bin aber. Oh, das Preisgeld. Im Pot war 3 Euro. Das heißt. Das heißt, dass jeder 3 Euro gezahlt hat für den Pott. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen so 3 Euro Preisgeld. Ja. Aber actually, ich sag dir, 48 Leute würden trotzdem dafür kommen. Da sind Leute gekommen, die haben mehr Anreisekosten gehabt als sonst was. Also wirklich, erster Platz hat, ich kann mich nicht genau erinnern, hat genau 75, 50, zweiter Platz und der dritte Platz hat in 1 Euro Münzen 25 Euro von der Bank in so einer Rolle bekommen. Ich habe ein Bild auf Twitter gepostet, der hält das so in der Hand. Wir haben es die Wurst getauft. Das war sehr toll, ja. Freust du dich, cool. Mich zu sehen oder hast du eine Stange Geld in der Hose? 25 Euro. Ich habe Münzen. In 1 Euro Münzen. Das war cool mit der Bank, wie das so eingerollt ist. Extra zahlen 3 Euro drauf, aber hey, okay. Ja. Ich glaube, hat Probleme mit dem Mikrofon. Nein, ich habe es wieder angemacht. Ich habe nur gerade meinen Löffel fallen lassen und ich dachte, das hört man ultra laut, aber ich war ja gestummt. Wir haben für das Tournament, wir haben angefangen um 15 Uhr und das ging bis 21 Uhr, soweit ich weiß. Oh, krass. Aber bei den ganzen Leuten, 1v1s, Losers Bracket, Winners Bracket, muss ja alles durchgespielt werden. Und die letzten 3-4 Spiele spielen wir hintereinander und da kann es halt sein, wenn man Pech hat, wenn die ihre Stocks
die ganze Zeit bei Best of Five immer 3-2 spielen, dass das dann schon ziemlich lange dauert. Ja, aber es hat aber mega Fun gemacht. Während des Events war ich so, ich bin überglücklich. Ich kann das jetzt gar nicht nachmachen, weil ich lächeln muss, weil das so viel Fun hat. Aber während des Events so, Leute kamen auf mich zu, haben mit mir geredet, so, hey, könnt ihr das nochmal machen und so. Und keine Ahnung, mein Gesicht war so einfach, ich war einfach fertig. Ich war so, ja, Frage schon 1000 Mal beantwortet. Aber ich freue mich so drauf, das nochmal zu machen. Es ist einfach cool, wenn da so eine Community ist, die so auflebt und ja. Wir können, wir machen jetzt richtig coolen Kram, weil wir entwerfen jetzt das Logo, machen hier Coffee Brain Dead Logos und Merch und dann sponsern wir das. Dann gibt es noch eine extra Euro-Stange von uns. Ja, das war neu. Der so eine kleine, so eine kleine dann. Von mir aus. Und das ist gratis. Diese eingerollten oder so. Ja, die 25-Euro-Stange, die 26 Euro kostet, weil das verpacken und mal ein extra Euro drauf. Wir verpacken das einfach selbst. Wow. Hä, kann man dann du nicht kriegst das Münzen? Nicht hin. Du bist so schön maschinell verpackt, wie die Münzen kommen. Das kriegst du nicht hin. Das ist in so einer kleinen Rolle. Das sieht einfach ja, so eine gefühlte Tonne. Das ist so nice. Das weiß tatsächlich nicht jeder, Amy. Das wissen wir, weil wir im Einzelhandel gearbeitet haben. Ja, Verkäuferin, genau. Ich habe auch mal als also nicht ins Einzelhandel, ich weiß gar nicht, welche Branche es ist, ich habe in der Gastro gearbeitet, so für ja, aber fünf wenn Jahre, halt jedes Jahr im Sommer, da gab es auch diese lustigen hatte die auch, witzig. Und klar, mussten ja für Wechselgeld brauchen wir den ganzen Bums. Ich weiß es sogar auswendig, das Wechselgeld, wie viel ich mitnehmen muss. Actually, wow. Wir haben bei unserem Turnier, kann ich das hier verraten, surely, wir werden das reinvesten ins nächste Turnier. 60 Euro plus gemacht, actually. Ja, mal schauen. Eigentlich kann man Eintrittspreise geringer machen fürs nächste Mal und so. Aber ja, vielleicht den Pot erhöhen. Generell, ich glaube, wir erhöhen die Teilnehmerzahl auf 64, weil das passt. Und es wird ein bisschen längerer Tag, da fangen wir auch ein bisschen früher an. Aber das wird wahrscheinlich sehr geil. Und, wo ist das denn? Ich weiß nicht, wo das ist. In Neu-Ulm. Das heißt, Google Maps. E-Smash, Hochschule ja. Neu-Ulm. Das ist gegenüber von Ulm. Das ist zwischen Stuttgart und zwischen München. Wir hatten Leute, die sind angereist aus Frankfurt. Ganz wilde Nummer. Wir hatten Leute, aber auch ganz viele beim Bodensee in der Nähe aus Österreich angereist. What the fuck? Und ja. Ganz viele aus München der Region, Göppingen. Das kann man ja mal Stuttgart. Mit meinen Eltern verbinden. Ja. Actually, ich weiß gar nicht, wenn ihr da seid. Ich glaube, zeitlich seid ihr gar nicht da, wenn wir ein Turnier machen, vielleicht, oder? Weil wir jeden Monat gegen Ende. Ja, also, das ist nicht viel für Smash, Leute. Wann macht ihr das nächste? Was habe ich geschrieben? März nicht, da werden wir planen. Wir werden April, Mai, Juni, Juli. Wenn wir schauen, dass wir da Termine finden. Wahrscheinlich am Anfang oder gegen Ende von jedem Monat immer. Okay. Ja. Das ist so momentane Planung. Ja, klingt cool. Ja. Das ist so cool, Leute. Ich weiß gar nicht. Das ist so cool. Ja, musste ich damit selbstständig machen und überall in Deutschland dann so E-Sports-Events machen. Actually, also ich habe sowas noch nie gemacht. Ich glaube, ich bin noch nicht mal bei irgendwie sowas angetreten. Wir haben auch sehr viel Hilfe bekommen von Dobby. Das ist sein Spitzname. Das ist sein Spitzname. Harry Potter, der macht super viel bei in Bayern. Bayern Smash, München, da veranstaltet der ganz viele Turniere. Das kenne ich in der Szene so null aus. In 8 Monaten mitgebracht. Ich glaube, Lex Luna, ihr wart bei einem eigentlich dabei, nicht angemeldet. Kann, ja. Ja, genau. Und da habe ich mich angemeldet. Ich kenne mich mit sowas leider gar nicht aus. Ich finde das sowas ultra geil und ich würde da so gern mitmachen, aber ich bin absolut so schlecht in diesem Spiel. Einfach, ich glaube, wenn man nicht selber so übelst reingrindet in die Games, dann sind am interessantesten, wenn man dann zumindest genug Skill-Level erreicht hat, dass man das Game versteht zumindest, einfach die finalen Spiele, die fand ich so interessant. Also das war so knapp, was wir da hatten, das war echt schön anzusehen. Da hatten wir auch Momente, wo dann, wir hatten da Zuschauerbänke, wo dann Leute, wow, so
übelst ausgerastet sind teilweise. Richtig, ja, das war cool. Es war einfach cool, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, das hat mich sehr gefreut. Bei mir war es ja früher so, ich habe ja 2 Runden bestanden und dann habe ich einen Profi gehabt. Da war ich am Arsch. Oh je, ja. Ja. Also ich bin ja schon im Arsch gegen jeden, also. Also ja, ich würde so gerne irgendwelchen E-Sport mal so richtig schauen, aber keine Ahnung, so Counter-Strike interessiert mich nicht, LOL ist mir zu kompliziert. Overwatch ist mir ist so, ja, aber ich finde Overwatch Spiele, so furchtbar. Spiele, ja, die du selber spielst. Keine Ahnung. Ja, Guild Wars Valorant 2 ist halt vielleicht? Das die. Na, ich, also was ich mir angucken würde, wäre GW, also Guild Wars 2, so E-Sports, aber da ist halt gibt's die Szene das? Nicht so groß, weil PvP ist nicht so geil wie im ersten Teil. Also schon nett, aber nicht so krass. Ist aber auch ein MMO. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich Overwatch geben, weil ich habe da schon ein bisschen reingeschnuppert, das ist richtig cool, das zuzugucken, weil da gibt es ja Spieler, die gewisse Charaktere auch mainen und ich habe mich da auf Junkrat konzentriert, weil ich ja ein Junkrat-Spieler bin. Und da gibt es Leute, die holen den Pharaoh vom Himmel, wo ich als Junkrat-Spieler dastehe und mir denke... Ja, ich bin halt ein absoluter Vollpleb. Ich kann Mercy spielen und ich spiele Moira. Und das maint halt niemand in der League, glaube ich zumindest. Das stimmt nicht. Mercy ist eine der stärksten Charaktere, wenn du weißt, wie es geht. Ah, Quatsch. Sie muss nicht mal ganz sie leise ist richtig stark. Gehen. Weißt du das nicht? Ja, es doch, gibt Leute, die killen ganze Teams mit der. Das du spielst auch keinen Overwatch, oder? Nee. Ich könnte was zu League of Legends sagen. Ich kann nur dafür, was von Valorant sagen. Zu Smash Bros. Kann ich auch was sagen, sonst... Overwatch 2 Pick Rate von Heroes in den oberen Ranks. Ja, gut mittlerweile. Das ist ja schon lange her, dass ich das Mercy, 6%. Also ich glaube, es ist Lucio, Sojourn und bestimmt Ramattra. Das sind sicher die am meisten gepickt werden. 100%. Das ist eine komische Statistik. Anna, Mercy, Kiriko, Genji, Moira. Age of Empires E-Sports ist auch sehr cool, finde ich. Habe ich mir ein paar Videos angeschaut. Das ist... Age of Empires, für alle, die das nicht kennen, raus! Das ist ein uraltes Game, nicht dieses Mobile Game, dieses, was da immer Werbung draufgehauen wird. Ja, sorry Lex, es ist zu deiner Zeit. Ja, ich nenne es uralt, weil es vor den 2000ern dann rausgekommen ist. Da kann man nichts. Der zweite Teil kam raus? Der zweite Teil nicht. 2019. Ja. Das ist aber die Definitive Edition. Ich weiß. Also das ist das Remaster quasi, oder wie du das nennen willst. Ja, aber anyways, du baust da so deine kleinen Hütten, die geben dir so Ressourcen, da bekommst du mehr Menschen und mit mehr Menschen kannst du eine Armee aufbauen und basically das ist der ganze Drill und am Anfang ist das immer so der übelste Hustle, wenn da so eine Map ist mit 8 Leuten oder so und dann hast du da so einen Reiter, der dann andere Orte erkundet und dann fucken die immer gleichzeitig, während die ihre eigene Economy aufbauen, andere Leute ab mit ihren Einheiten. Es ist einfach der übelste Hustle. Das ist PvP-Speedrun. Geschichten zu erzählen. Also Nummer 1, Age of Empires 2 kam 1999 raus. Da habe ich auch so Roundabout gespielt, 2001 oder so habe ich das richtig krass gespielt. Das ist älter als ich. Oh, shit. Ich habe das richtig krass gesucht. Ich habe das, also ich habe da glaube ich 200-300 Stunden auch drin und ich war irgendwann mal auch so drin, dass ich noch mit Shortcuts gespielt habe. Und ein Kollege von mir, der ist auch richtig krass da drin, der ist allgemein in allen möglichen Spielen richtig krass. Und wir waren mal zusammen auf einer LAN, also so eine kleine private LAN-Party für alle Jungen, die nicht wissen, also junge Menschen, die nicht wissen, was eine LAN-Party ist. Da setzen sich picklige Nerds in den Raum zusammen und spielen zusammen. auf jeden Fall haben wir da irgendwie, waren wir zu 5. oder 6. haben Age of Empires gespielt und ein Kollege ist dann einfach eingepennt, aber der war so krass in dem Spiel, dass bevor er eingepennt ist, die Einheiten verschickt hat und noch den anderen Kollegen von uns einfach niedergetrampelt hat. War witzig. Du hast gewonnen, ey, du hast gewonnen. Schläfst du? Nö. War witzig. Cool. Ah, Age of Empires ist großartig. Ist das ein Strategiespiel? Das ist ein Strategiespiel, ja, oder? Ja, würde ich schon. Das einzige Strategiespiel, das ich gespielt habe, war Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Oh, das ist sehr ähnlich. Das ist ähnlich. Das war saugeil. Das würde ich gerne wieder spielen, ehrlich. Das ist richtig cool. Ist das. Aber das ist doch auch schon uralt. Ja, das ist uralt. Das habe ich damals gespielt auf so einem Dino-PC mit Glas noch vorne. Das war echt... Es war so eine Kiste einfach. Kam 2006 raus. Ja, du bist gut, auch alt. Ich
bin nicht alt. Ich habe einfach nur alte Spiele gespielt. Ich werde nächste Woche 30. Ja. Übernächste Woche. Was? Das war der Downer zum Abend. Entschuldigung. Nein, das war schon so. Ich finde dich nicht alt. Ist nicht alt, ist nicht alt. Ist noch acceptable age. Ist noch acceptable age. Noch. Was ist das noch. Denn? Aber wann ist es nicht mehr acceptable? Irgendwann ist man doch alt. Also irgendwann fängt die Grenze an, so zwischen so 40 und so 60 wird man alt. Und danach ist man uralt. Oder keine Ahnung. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo es komisch wird, wenn ich mit Leuten aus der Community schreibe oder irgendwas zusammen zocke, die unter 18 sind. Dann wird es richtig komisch. Findest du? Ja, so eine Leonardo DiCaprio-Geschichte. Ach, hat er nicht immer so eine 19-jährige Freundin oder so? Eine 19-jährige Freundin, ne? Die hat noch, warte, was war das, 21 Jahre oder so, war die Gap? Die hat noch 2 Jahre, dann ist es vorbei mit der Beziehung. Ah, war Leonardo DiCaprio war das nicht der Wendler? Nee, der Wendler war hat auch nicht super. Der hat super viele Freundinnen gehabt und der hat immer mit denen Schluss gemacht, wenn die irgendwie 22 oder 21 Jahre alt geworden sind. Keine also Leonardo DiCaprio, DiCaprio. Keine Ahnung. Oder? Leo, ja. Der fuck, okay. Ja. Der in Titanic, der Menkel. Ja, den, ich weiß, wer das ist, aber ich wusste nicht, dass der so ist. Ist ja lustig. Okay. Also keine lustig Ahnung. Ist es nicht, aber okay. Mittlerweile ist das schon echt weird. Also, ja, das ist schon komische Vibes, ja. Ja, das stimmt. Er ist einfach jung geblieben. Aha. Total. Who knows? I don't know. Müssen wir Quentin fragen. Das ist ganz witzig, weil weil wir vorhin über The Last of Us gesprochen haben, da spielt ja eine 19-jährige Ellie. Ach so, ja, genau. Und der Pedro spielt den Hauptcharakter, Joel. Und die sind im echten Leben genauso alt wie, also Altersgap-mäßig, ja, wie Leonardo DiCaprio und seine Freundin. Ein bisschen wild. Oh Gott, das ist schon echt ein bisschen creepy jetzt, wo du es sagst. Ja, das ist ein cooler Schauspieler übrigens, dieser Pedro. Der ist ganz cool. Ist der. Der hat jetzt sein Glow-Up mit den ganzen Edits, die da im Internet kurieren. Ja, auf TikTok hervorragend. Der arme Mann. Macht's nicht besser, dass der den Mandalorian gespielt hat, ne? Das ist auch nochmal so ein Ding, wo die ganzen Frauen drauf abfahren. Ja, es ist so. Ich bin nicht in den Mandalorian-Fan. Ich weiß, das Ding ist, ich fahre auch auf den Mandalorian ab. Hä, wer fährt denn nicht auf einen Mann in einem geilen Anzug ab? Achso, nee, das nicht, aber ich finde Star Wars einfach furchtbar. Oh, jetzt oute ich mich voll. Ich finde Star Wars schrecklich. Weißt du, was das Problem ist? Ja, hat seine Momente, sage ich nur. Manchmal. Genau, es hat seine Momente. Ich finde auch nicht alles davon gut. Also. Nee? Ich unterbreche dich gerade nun, aber ich muss jetzt mal gegen Star Wars ragen. Weißt du, was mein Problem ist? Ist okay, ich werde sowieso nur unterbrochen die ganze Zeit. Also gerne. Was ganzes Leben schon. Dann darfst du gerne, bevor es hier zum Star Wars geht. Dankeschön, ach! Aber bevor... Was ich sagen wollte ist, dadurch, dass aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber voll viele Leute kommen jetzt drauf, dass sie einen Maskenkink haben und da zählen Helme dazu. Und wenn der halt Mandalorian nur mit Helm rumläuft, dann finden die das geil aus irgendeinem Grund. Ich habe nur nicht einen viele, Menschen gehört, feiern. Der einen Maskenkink hat. Alles klar. Ich habe sehr viele mitbekommen, irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich das mitbekommen habe, aber ich krieg das irgendwie komplett ab. Ich weiß nicht, warum. Es ist echt nicht so. Und der Algorithmus kennt dich. Der Algorithmus kennt meine Künstlerseite. Verstehst du, was ich meine? Es ist halt, wenn du... Das Ding ist, sehr, sehr viele Künstler, die sehr gut zeichnen, zeichnen auch sowas in die Richtung, auch wenn du selber das nicht sehen willst, du aber dann einen Künstler folgst und der vorher ganz was anderes gezeichnet hat und dann hat er eine Hyperfokussation auf diesen Typen, dann geht's ab. Also da sitzt du dann da und denkst dir, was war, was? Das ist richtig komisch. Ich stell mir gerade so ein Gnom vor mit einem Mandalorian-Maskenhelm. Scanlan! Nur in Unterhose mit Mando-Helm. Ja, also die zeichnen sowas. Also ernsthaft, die machen sowas. Star Wars Rage. Let's go. Star Wars Rage. Rage. Also für alle, die jetzt Star Wars mögen, das wird jetzt sehr übel. Und für alle, die Star Wars nur so am Rande mitbekommen haben, ich werde jetzt euer Weltbild zerstören, warum Star Wars furchtbar ist. Erstens, die Story ist eine Katastrophe, aber das ist ein anderes Thema. Zweitens. Nein. Wie nein? Welche Story?
Sorry, welche von Story? Allen? Welche Story? In den ersten Teilen heißt es so, oh, du wirst das Gleichgewicht bringen. Du wirst das Gleichgewicht bringen. Und am Ende, welche der und am, ersten meinst du? Und meinst am Ende, du die mit Luke und am oder die Ende, mit Anakin? Und habe ich keine Ahnung, was das für eine komische Schnalzlocke ist. Ich glaube, es war Anakin. So Anakin wird immer gesagt, oh, du wirst das Gleichgewicht bringen. Am Ende wundern sich, dass er 800 Jedis gekillt hat und dann auf einmal nur noch zwei Sith rumrennen. So, oh, jetzt sind es auch noch zwei Jedi. Oh, immer zwei Siths rum. Ja, und wenn man sagt, du bringst Gleichgewicht, dann muss man ja nicht ein IQ von 5000 haben, um zu merken, dass 800 größer 2 ist. Was? Was redest du es denn? Gibt es, tausende, immer die, es gibt tausende. Es gibt tausende. Hör mir zu, es gibt tausende Jedi, okay? Tausende. Ach, und es gibt Gott. Zwei Siths. Du hast keine Ahnung. Und dann sagt der Kollege, er hat keine Ahnung. Natürlich habe ich. Alter, du kannst mir nicht. Das haben sie nicht von Anfang. Also, es war ja am Anfang, da dachte sich mal George Lucas, oh geil, mache ich mal 3 Teile. Da hat er sich auch nichts gedacht und dachte sich, lief ja erfolgreich, mache ich nochmal 3 Teile. Und in diesen 3 Teilen, da hat er noch keine Ahnung von irgendwelchen Spin-Offs und Serien gehabt und was auch immer, hieß es, geiler Anakin, du mit deiner geilen Frisur, du bringst das Gleichgewicht. Und am Ende haben sich alle gewundert, oh, warum sind jetzt nur noch 2 Jedi und 2 Sith auf der Welt? Wie kann das denn sein? Nein! Oh nein! Oh Mann! Natürlich! Erstens. Es gibt die Regel der 2. Siths sind an sich schneller auf einem höheren Level als Jedi, weil die dunkle Seite da einfach stärker ist. Man kann es nicht anders sagen. Es ist so. Wir haben Kekse. Die Regel der 2. Immer ein Meister, ein Schüler. Vorher gab es mehr. Das vorher ist gab's ja mehr. Auch alles irgend so ein okay. Idiot dachte sich dann. Aber wenn du sagst, du bringst 2. die Macht ins Gleichgewicht, dass es eine gleiche Anzahl an Sith und eine gleiche Anzahl an Jedi gibt, muss man sich nicht wundern, wenn es auf einmal ein Genozid gegen Jedi gibt. Du hast keine Ahnung, was die Macht ist und was das Gleichgewicht davon ja, ist. Erklär's mir bitte. Die Macht ist nicht nach Anzahl messbar. Ja. Das ist, wenn du einen Sith hast, der so, keine Ahnung, Planeten mit der Macht bewegen kann und halt 3000 Jedi, die so Steine hochheben können, dann ist das Gleichgewicht oder sowas. Aber wenn genau. Anakin es am Ende dann doch zum Gleichgewicht gebracht hat und es am Ende dann wirklich nur 2-2 waren, dann war die Macht ja dann doch irgendwie mit 2-2 im Gleichgewicht. Es war aber nicht 2-2, es gab mehr Jedi. Es gab mehr, nicht, es sind nicht immer alle ich gestorben. Weiß nicht, ich weiß von Kanan Jarrus, ich weiß von Ahsoka Tano, ich weiß natürlich von... Natürlich kam irgendwelche Jedi dieser komische dazu, Wookie weil Boy. Man sich gedacht hat, oh mein Gott, wir sind Disney und wir sind George Lucas, wir sind Lucasfilm, wir wollen mehr Geld machen, jetzt machen wir noch ganz viele Jedi dazu. Okay, warte. Also zum Schluss wollte... Ja? Du hast jetzt ein Plothole gefunden. Jetzt ja, funktioniert eins. Gar nichts mehr. Naja, also wenn der Plothole dieses ganze, die, also wenn der Plothole 9 Filme beeinflusst. Ich naja. Darf ich was dazu sagen? Ich muss sagen, ja, zum Schluss hin wurde es echt ein bisschen anstrengend mit den aber ganzen Filmen. Aber das ist auch alles okay, ist auch alles cool. Da kann ich drüber hinwegsehen. Ja, ich spiele Kingdom Hearts, ich mag Kingdom Hearts. Das ist auch eine etwas spannendere Story. Also nenn ich mir 13 Charaktere aus Kingdom Hearts. Xehanort. Xehanort. Ja, da ist die Story auch wild. Da kann ich drüber hinwechseln. Ja, ich mag auch Marvel-Filme. Das ist auch, muss man auch nicht groß nachdenken. Du magst aber Star Wars nur nicht, weil es alt aussieht. Richtig. Wir gucken da was vom Jahr 18.596 Jahre in der Zukunft, ja? Und es sieht alles aus wie Plastik. Digga, ich weiß nicht, ja, weil die alles in Plastikminiationen geschossen haben. Glaubst du nicht, dass das übelst krass war ja, damals? Die haben CGI erfunden, Alter. Das ist okay. Das ist ja okay. Aber vor 500 Jahren hat man noch Hexen verbrannt. Da sagt man auch irgendwann mal, ja, ist jetzt auch gut. Also die Filme, die 2023 rausgekommen sind, die sehen halt immer noch so aus, als ob das aus dem Universum Lex, ist. Lex wird von wünscht sich ein Remastered in 120 es FPS. Ja, so. Nein. Ich 8K. Wünsche mich. Guck dir mal diesen ganzen Todesstern an. Würdest du heute einen Todesstern konzipieren, weiß, ja, dann würde da nicht Hebel und Knöpfe sein, die rot leuchten. Das sieht alles also, aus wie aus seh den 60ern. Sehe ich das richtig, dass du dich schwerst über einen ach, alten Film, du? Dass er alt ist? Nein, ich beschwere mich, dass neue meine, Filme immer noch alt aussehen. Guck mal, die haben, so unfassbar heftige Hologramme und so ein Scheiß. Aber dann hast du mal die Holo-Display. Hast du mal so einen riesigen roten Knopf auf der Schaltfläche, als ja, wenn das Lego-Figuren. Die Hologramme so sind geil. Einfach blaue Striche, die da so rumfuppeln. Ich bin ein Hologramm. Guck mal, wir sitzen hier im Discord. Es sieht besser aus als in sämtlichen Star Wars-Filmen, die in 5000 Jahren Zukunft spielen. Star Wars ist furchtbar. Ich mag Star Wars nicht. Ich merk's. Ich wünschte, du hättest mir das gesagt, bevor wir Clone Wars angefangen haben zu gucken, anstatt mir zu sagen. Und da kommt der nächste Plothole. Das hast du mich so, was du mir erzählt hast, Luna. Da gibt's hier die Lichtschwertechnik. Keine Ahnung, wie die heißt. Ja, das ist wirklich scheiße. Irgendwas mit T. Irgendwas mit T. Du kannst dein Lichtschwert einfach. Was ist eigentlich mit Amy los? Du kannst einfach dein Lichtschwert kurz ausmachen und wieder anmachen, dann ist einer so tot.
Aber das machen die ja nicht, weil das ist ja ein Zeichen von Schwäche und das verstößt gegen die Erde. Hast du mal den ersten Teil gesehen, wie langsam die Lichtschwerter rein und raus fahren? Oh, echt langsam. Das war echt langsam. Die Lichtschwerttechnik, die du meinst, heißt Rakata. Und da ist mal jemand, ein ganz schlauer Mensch, ist da drauf gekommen, dass du ja ein Lichtschwert ganz schnell außen anmachen könntest und dementsprechend jemanden killen könntest. Und die einzige Ausrede, die George Lucas, weiß ich nicht, dafür hatte, war, die Sith finden, es ist eine Schwäche, weil du dann nicht gut kämpfen kannst. Und bei den Jedi ist es einfach nur unfair. Und die neuen Lichtschwerter klicken aus. Man muss das ja nicht erklären, Digga. Lichtschwerter sind geil. Also bitte. Ja. Es macht schon Spaß. Stell dir vor, wenn da ein Yoda rankommt und der... Story vorbei. Was ist der Fun? Vor allem, oh, apropos, noch ein Plothole, was ich gefunden habe, ist, in den Filmen mit Obi-Wan Kenobi, als er noch ein Padawan war und Qui-Gon, ganz am Anfang, nutzen die ganz kurz eine Technik namens Speed Force. Das heißt, die sind super, super schnell. Ach so, ja, ja. Danach nie wieder gesehen, keine Ahnung, keiner nutzt das. Ja, die sind dann wirklich so, die verschwinden kurz und wieder da, weil die so schnell sind. Das macht keiner, so Batman-Modus. Außer Yoda so ein bisschen. Aber sonst macht das keiner. Ja, Flash-Modus, du. Es ist voll weird. Also die machen echt, ich weiß nicht warum, dass keiner danach mehr aufgenommen hat. Echt schade, weil... Nee. Guckt ihr mal euer Star Wars, ich guck guten Kram. Was denn? Bitte? Achso, bitte? Jetzt will ich hören. Also Amy, du wolltest auch noch ein paar Geschichten erzählen. Aha. Ich bin nicht so der Sci-Fi-Mensch. Ich erzähle das nicht. Achso, ja, das ist okay. Ich bin nicht so der Sci-Fi-Mensch und finde Star Wars echt anstrengend. Das ist das einzige Sci-Fi, das ich mag, tatsächlich. Ich mag Ahsoka. Ja, die ist cool. Ich bin glücklich, dass er eine eigene Serie kriegt, glaube ich. Ja, tut sie. Bin ich auch gespannt drauf. Wäre cool. Und als ich das in Mandalorian gesehen habe, sie zum ersten Mal... Oh mein Gott, sieht die heiß aus. Ja, die ist cool. Die ist richtig cool. Also, meine Geschichte. Ich habe eigentlich... Entschuldigung, warte. Es war einmal vor langer Zeit, da verlor ein VTuber seine Stimme. Und im Podcast dachte sich jeder, was ist jetzt los? Ja. Zeichensprache. Ich musste husten. Also, ich habe drei Geschichten eigentlich zu erzählen. Die erste ist ein bisschen lang, die zweite eigentlich relativ kurz und die dritte... Mittel. Was war die dritte wieder mal? Fuck, ich habe die erste vergessen. Auf jeden Fall, ich war einmal wieder... Einfach auf Minecraft-Server drauf, bei meinem oder bei unserem Server drauf. Und, also, wenn du hostest. Und ich habe gesehen, ich habe einen Minecraft-Server, den ich gespeichert habe, nicht gelöscht. Aber ich weiß nicht, was das war. Aber der war aktiv. Keine Ahnung, mit zwei Menschen. Denke ich mir so, wer spielt diesen Server eigentlich noch? Das müsste, habe ich mir gedacht, so, das müsste der Mod-Server sein, den wir seit langem nicht mehr benutzen und es nicht mehr hosten. Hat jemand anscheinend die IP bekommen von uns? Oh. Ja. Hm. Und das habe ich einer Freundin erzählt. Da habe ich gesagt, ey, jetzt ist gerade keiner drin. Ich gehe jetzt rein und gucke nach, was da los ist. So, ich gehe rein. Hab gesehen, okay, ich spawne in meinen Junk-Fehler. Passt. Dann gucke ich nach. Sehe ich rechts oben einen Eisberg, der mit Cobblestone gebaut ist ein bisschen. Gehe ich rauf, habe ein Schild hingestellt. Hello, geschrieben. Du hast... Bin dann nimm mal rein. Erzähl weiter. Dann bin ich wieder aus dem Server rausgegangen, habe halt ein paar Tage verstreichen lassen. So, dann denke ich mir so, okay... Gehe ich wieder rein, gucke ich nochmal rauf. Niemand schreibt was oder so. Okay, gut. Dann überlege ich, soll ich mir das jetzt wirklich antun? Es könnte sein, dass ich stundenweise eine Suche begebe, wo die sich herumtreiben. Oder dass sie schon ein Leben oder so aufgebaut haben, wisst ihr? So. Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte voll Glück. Ich gehe wirklich in einer Richtung. Ich habe einen Cobblestone-Weg gesehen, ein bisschen auf dem Boden, hat aber gleich nach 5 Blöcken aufgehört. Dann denke ich mir so, okay, gehe ich weiter in der Richtung. Sehe ich ein Dorf, geplündert. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber ich hatte kein Essen, habe also kurz bei den Bewohnern geschlafen und mich dann wieder sterben lassen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, wo jetzt? Ich könnte jede Richtung gehen. Nein, ich wollte wieder geradeaus weitergehen.
So, ich bin gerade erst weitergegangen. Ein bisschen schon etwas her, habe ich mir schon fast die Hoffnung wieder verloren. Aber ich habe gesagt, ich gehe weiter. Dann sehe ich am Himmel diese Leuchtsäulen. Penisse. Minecraft-Penisse. geh ich halt näher rein und tatsächlich habe ich ihren Ort gefunden. Sehr gut. Innerhalb einer Stunde habe ich den Ort gefunden. Dann kommst du mit dem Ryan-Skin wieder und siehst die Leute. Na, aber sie haben tatsächlich auch ein kleines Projekt für sich gemacht, habe ich erfahren danach. Also ich hatte danach einen Kontakt mit ihnen, ja. Das kann ich schon vorweg sagen. Auf jeden Fall, ich bin da reingegangen, sie haben so eine fette Welt aufgebaut, selbst gebaut in Creative-Modus. Das ist so schön, das muss ich euch irgendwann mal zeigen, außerhalb des Podcasts. Vielleicht könnten wir hier im Video vielleicht so Bilder davon zeigen. Nein, es wird nicht geschnitten. Vielleicht. Folgt uns auf Twitter, dann seht ihr die. Audio-Podcast-Bilder. Das, ja. Es ist nur ein Bild, Lex. Ja, einfach auf Twitter folgen, da kriegt man die Leute, Bilder. Die das nur hören, okay. Stellt euch vor, so eine schöne Minecraft-Welt. Wirklich, also ihr müsst euch nur vorstellen, es ist wie ein Hochhaus, aber richtig geil gebaut. Okay. Also wirklich großes Gebäude, Hochhaus. Warum lacht ihr denn da jetzt? Ich fand Johnnys Beschreibung großartig. Stellt euch einfach eine schöne Welt vor. Ja, Hochhaus, Entschuldigung. Aber sie haben wirklich eine kleine Stadt gebaut und das fand ich so atemberaubend. Und dann... Dann bin ich in einem Örtchen gegangen, wo so eine Glaskuppel angefangen hat zu bauen. Also die was auf dem Server drin, drauf waren, haben angefangen, so eine Glaskuppel zu bauen. Dann bin ich raufgeklettert. Dann hat mein Freund so gesagt, du Amy, du kannst auch gerne deinen Namen mal draufschreiben. Vielleicht melden sie sich bei dir. Ja, ich habe geschrieben, ey, ihr habt eine geile Welt. Entschuldigung, eine geile Welt. Aber sichert die bitte, weil sonst geht jeder rauf. Wie ich zum Beispiel. Und dann bin ich runtergegangen bei der Glaskuppel, hab da wie nennt man den Block? Command-Block. Habe ich einen Command-Block gesehen und einen Knopf. Draufgeklickt. Jeder normaler Mensch drückt einen Knopf. Wenn da ein Knopf zu sehen ist. Ich hatte ihn drauf gedrückt. Von einmal kommen Tausende, von Abertausende dieser Wächter auf den Boden geplumpt. Sehr gut. Und ich denke mir so, what the crashed. Nein, das nicht, aber what the fuck, Alter. Und ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Die sterben jetzt auch nicht automatisch. Fuck, ich habe was kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Ja, dann bin ich wieder aufgegangen auf der Glaskuppel, abgeschrieben, es tut mir leid, das war ich mit dem Command-Block, was gedrückt wurde. Es tut mir so leid. Die haben Leute, ja, können gar nicht auf ihren Server kommen mit den ganzen Monstern, die da jetzt rumlaufen. Na, das war leider nicht so. Nachricht angelassen, Minecraft-Schildern. Sorry, Leute. Ja. Welt vorbei. Und ja, dann bin ich rausgegangen wieder. Voll glücklich, dass ich so eine schöne Welt gefunden habe und relativ in einer kurzen Zeit auf den Ort gefunden habe. Na, dann sind ein paar Tage verstriche. Dann sehe ich, ich habe eine Discord-Nachricht bekommen. Dann hat sich der Typ gemeldet, tatsächlich, der den Server mitgestaltet. Ich lese ihn das mal vor, also das war ein Deutscher, tatsächlich. Ekelhaft. Oh. Unfassbar. Was? Ein Scherz. Dann hat er geschrieben, hello, warst du gestern auf unserem Minecraft-Server? Weil haben wir so Schilder in unserer Stadt gefunden mit freundlichen Grüßen, an mich. Ultra creepy, Amy. Ultra creepy, also wirklich. Ja, das stimmt, wenn man seinen Server nicht sperrt. Stimmt. Und so, und er so dann, wie bist du denn auf unseren Server gekommen? Und wie hast du dann überhaupt zu unserer Stadt gefunden, lol? Die war eigentlich relativ wirklich weit weg. Und er hat das nicht geglaubt. Er hat das tatsächlich nicht geglaubt, dass ich einfach auf Anhieb das gefunden habe. Wild. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen Kontakt. Spielen auch sogar gemeinsam Minecraft, also... Neue Freundschaften geschlossen. Ja, wollte ich gerade sagen. Minecraft verbindet, bringt Freundschaften hervor, auch wenn man die gar nicht gefolgt sind am Anfang. Ich habe den Server gehijackt.
Destroy yourself. Wisst ihr, was das Beste ist? Am Vortag war ich mit einer Freundin, schöne Grüße an Vanessa, Grüße. War ich bei einer Freundin bei einem asiatischen Restaurant essen und habe einen Keks aufgemacht, da steht, du wirst neue Freundschaften finden. Ja, jetzt ist es creepy. Ja! Der Tag, das war echt geil. Das war aber die Tage, ich glaube, das habe ich jetzt falsch gesagt. Das waren Tage davor, bevor ich das gemacht habe mit dem Server. Können wir uns kurz darüber unterhalten, dass die mit diesem Server unendlich viel Glück hatten, weil jemand anderes, ja, außer irgendwie, wer da drauf war, alles zerstört? Ja. Gib uns doch mal die IP. Die hatten echt Glück. Nein, Halleluja. Ja, das war auf jeden Fall witzig. Und die zweite Story. Ich bin jetzt finally eine dritte Tante geworden, also die dritte Mal Tante geworden. Eine Trante. Trante, ja. Triple-Tante. Und meine Schwester hat das Baby bei der Autobahn bekommen. Oh, was? Wow, oh nein, was? Also ja. Wenn das nicht Familie ist. Wie ist das passiert? Also ja, einfach nicht mehr ins Krankenhaus geschafft, oder was? Nicht mal ins Krankenhaus geschafft, tatsächlich. Oh, krass. Aber das Beste kommt noch. Der Arzthelfer oder was, der Rettungssanitäter so, der hat halt noch im Walkie-Talkie so gesprochen im Auto. Das hat mir jemand erzählt, weil meine Cousine bei einer Rettung ist auch. Und sie hat den Funk gehört. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Panisch, Baby kommt und ich brauche eine Arzthilfe. Und okay. das hat dann meine Cousine gehört und sie hat erst danach gemerkt, dass das meine Schwester war, die das Kind kriegt. Und sie hat das so gelacht. Also jeder bei dem Rettungsfunk hat einfach gelacht, weil das so lustig kam. Wow. Ja, wild. To drive, Alter. Ja. Oh, krass. Das Kind da muss The Flash halt heißen. The Flash. Geboren. In 100 km/h Geschwindigkeit. Warum hast du das so ausgesprochen, Lex? Was? Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen und seine Freundin hat The Flash nicht aussprechen können. Die sagte immer so ganz komisch, The Flash. The Flash? Und seitdem ist es bei mir The Flash. Wenn du abspielst, The Flash. Vielleicht sollte es so ein bisschen britisch klingen, aber es klang einfach nur nach The Flash. British. Okay, auf jeden Fall. Nee, dann kann ich mehr. Auf jeden Fall, das war lustig. Und der Kleine heißt übrigens Matteo und ist total süß. Matteo. Nice. Ja. Ist die dritte Story, ist dir die eingefallen jetzt? Wer das erkennt? Ja. Eins. Oh, okay. Oh. Ja. Get to define those. Ich glaube, sie ist. Entschuldigung, ich musste lachen. Sieht immer so ein bisschen aus wie so ein kleiner Schlaganfall. Hey Leute, willkommen im Podcast. Wie seht ihr, wie es. Gefährlich. Und da war's wieder. Ja, coole Geschichte, Amy, auf jeden Fall. Was? Bis sie sich wieder gefangen hat, gibt's wieder schlechte Wortwitze, bis sie sich wieder gefangen hat. Leute, was macht ein Clown im Büro? Ich hab keine Ahnung. Faxen! Die Flachwitze machen es auch nicht besser! Nein. Wir haben Johnny verloren. Ja, ich hab ganz gruselige Geräusche gehört und war verwirrt. Hey Amy! Warum sind Piraten schlecht in Mathe? Weiß ich nicht. Weil sie Piraten. Super, ey, Alter. Boah, ich heule. Wir müssen die Zeit überbrücken, bis Johnny wieder da ist. Ich glaube, der hat irgendwie ein Paket oder ein Problem mit seinem Mitbewohner. Darf ich jetzt mal kurze Cola trinken? No sponsoring, by the way. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reformhaus. Ref hinterm Haus. Oh. Das war unerwartet. Erstaunlich lustig. Ich habe nur noch Luna gesehen, wie sie die Augen zugemacht hat und den Kopf geschüttelt hat. Einfach komplett aufgegeben. Ah, ja, jetzt ist kann ich ja eh nicht machen bei dir. Ah, ich hätte, macht gruselige Dinge. Ich hätte gerne Leberwurst.
Ich hätte gerne Leberwurst so. Von der groben Fetten. Tut mir leid, ihr habt heute Urlaub. Okay. Ich habe mir Wasser geholt, um deine Witze zu ertragen, Lex. Ah. Mach mal schneller hier. Amy wollte noch ihre letzte Geschichte erzählen. Die sie vergessen hat. Mutlich. Besser. Ich muss die ganze Zeit lachen, ich kann nicht mehr. Was ist mit meiner Cam los? Hallo? die fällt sich aber nicht. Ah, jetzt, da ist es doch. Oh Gott. So, also ich erzähle jetzt die andere Story. So, ich bin bei der Arbeit. Da kommt zwar ein Herr. Also ich muss ja nebenbei den Kontext auch sagen. Meine Eltern betreiben eine Hausmeisterfirma. Und sie haben quasi ein Rivalen, oder wie nennt man das? Eine Konkurrent. Konkurrent. Geschner. You got this. Genau. Und dann kam der Typ da rein, der bei dieser Konkurrenzfirma arbeitet. Mhm. Boah, Almi, ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Und ich denke mir so, wer war das jetzt wieder? Ich kenne dich, aber ich weiß nicht, wer du warst. Ich hab dich tatsächlich sehr vermisst und es freut mich, dass ich dich wieder sehe. Da denke ich mir so, ist das jetzt ein Flirt oder hast du es jetzt nur so gesagt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich jetzt total rot und hab nichts gesagt. Moment, bevor es weitergeht. Wie alt war dieser das Herr? Was? Sieht aus wie du, vom Alter her. Hast du nicht am Anfang die Geschichte gestartet? Das ist schwer zu sagen. Hast du die Geschichte nicht gestartet mit, es kam ein älterer Herr zu dir? Ja, der sieht für mich Alex. Aus. Also, findest du? Ich finde, das sieht viel jünger aus, wie das er ist. Also, er sieht, Alex sieht natürlich jünger aus, aber er war wirklich groß. Also, mein Sprachgefühl ist so bei älterer Herr so... Ich hätte jetzt auch eher so auf 60 bis 70 gedacht. Ja, ja. Nein, so, das nicht. Älterer Herr ist für mich schon so 35, 40, sowas, oder? Ich bin 29! Jawohl, ich hoffe. Ja, du warst 30 ein paar Tagen! Ja, 30 bis 35 ist auch noch 5 Jahre. Ja, aufrunden auf 5, also da kannst du nichts gegen machen, Lex. Ja, du bist ja auch quasi 60. So. Lex ist nicht alt und das sieht auch nicht aus, als wäre er 30. Absolut nicht. So. Das sieht aus, als wäre 100 Jahre mit den langen Haaren. Lex, der Braune. Okay. Boah, ich kann nicht mehr. Politisch ist ein bisschen falsch eingeschätzt, aber naja. Nicht das auf Braun. Jeden Fall. Okay, ich sag jetzt mal junger, älterer Herr. So. Junger, älterer Herr. Du bist doch auch nicht so viel jünger als ich. Soll ich dich jetzt das nächste Mal eine gehobenere Dame nennen oder was? Ja, bitte. Ja, Bro, bitte. Ich bin 4 Jahre jünger als du. Ja, du bist ja auch quasi schon 30. 4 ist echt nicht was, viel. Warte, wie alt bist was, du eigentlich? 4, 5 Jahre, ja. Hä? Wie alt bist du? Ich werde dieses Jahr 24. Lol. 5. 4, 5. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Okay. Ich dachte schon, ich bin jetzt irgendwie, weil, hä? Ich war jetzt ultra verwirrt, dass zwischen Naomi und mir jetzt irgendwie 3, 4 Jahre sind, aber sind sie ja gar nicht. 5? Ist 24. Was ist los? 30 minus 5 ist 25. Sorry. Was denkt ihr, warum ich das sage? Ich hatte Corona, okay? Ja gut, das ist ja 29. Also. Und die alle. Aber sie sagte, sie wird doch 24, oder? Ja. Und ich werde 30, also 6 Jahre. Was ist los bei euch? Ich denke, da, jeder so voll natürlich. Oh. Ja, 4, 5 passt. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Ist mein Zahlensystem komplett am Arsch? Nein, es passt schon. Ich war ja auch verwirrt, weil ich dachte so, hey, wie viel ist denn zwischen mir und Amy? Das kann doch nicht so viel sein. Kopf, bitte lass mich keine Kopfrechnung mehr machen. Danke. Kein Mathe-Podcast, bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Oh, mein Hals tut schon weh vom ganzen Lachen, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass ich gerade mir gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, es sind doch 6 Jahre, oder? Warum sagen sie alle 4, 5? Scheiße, wir das nicht erwähnen müssen, hätten wir Lex Gas leiten können. Scheiße, Mann. Ich hab das einfach angenommen, ich hab mir da keine Gedanken. Ich sag jetzt mal, tut mir leid, Lex, ich hab volle Kanne am Mikrofon gelacht. Das ist okay, ich schneide das ja. Ja, was ich noch sagen wollte an der Storyline, an diesem Tag ist noch weiteres passiert. So. Da kam ein älterer Herr, der war 25. Der war 2. Da kam an der Kasse eine Frau, die habe ich gekannt. Sie war
Musst du rübsen, du Ballett. Too much information. Willkommen in der gehobenen Podcast. Hier gibt's auf jeden Fall wunderbare Themen wie Mathe falsch und Rübsen und alte Herren und alte Damen. Ich schwitze, als ich kann nicht mehr. Hört auf, danke. Da kam eine Frau, also die war wirklich halt, die war 40 oder 50. Das ist doch nicht alt! Ich bin so verwirrt von dir. Sehr alt! Alt ist bei mir 70 oder 80. Sie kommt an alt zu 40. So, hä? Ich bin so verwirrt. Egal, egal, wurscht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr alte Frau. Baum sagt nur so, what the fuck, Alter. Was mache ich hier? Sag mal, dumme Frage, aber nennst du Menschen, die über 60 sind, tot? Nee, der Dinger, das, Oma, das ist halt schwer. Es gibt halt nur alt oder jung. Gibt es da irgendwas dazwischen? Oma, natürlich. Ja, gibt es. Was denn? Mittelalt. Ja, aber das ist, da ist alt drin, Alter. Das ist doch nicht. Mitteljung. Es gibt nur alt und es gibt nur jung und sowas dazwischen. Natürlich gibt es was dazwischen. Mittelalt. Okay. Auf jeden Fall. Eine Lehrerin mit einem gewissen Alter. Gut. Und die hat gesagt, bist du das, Amy? Schon wieder die gleiche Frage. Ja. Ich hab mit deinem Vater geredet und der hat gesagt, du arbeitest dort. Das oh ja, das weiß ich. Ha? Ich erzähl weiter. Also, und dann hat sie mit mir geredet, wie in alten Zeiten so. Und dann habe ich ihre Sachen kassiert, dann hat sie mit mir weitergelabert mit, wie geht's dir, was machst du so, ich zeichne immer noch. Oh schön, ich habe gewusst, dass du so begabt bist. Dann denke ich mir so, okay, so begabt bin ich nicht, aber dankeschön für deine Einschätzung. Und ja, dann ist sie abgehauen quasi. Passt. Also das war schön, dass ich sie wieder gesehen habe und ja, und alles rund. Also sie hat natürlich auf Wiedersehen gesagt, das meine ich. Und Lex steht nebenbei. Und ja, habe ich meine Arbeit wieder weitergetan. Dann kommt sie nach einer halben Stunde wieder. Und pinkelt dir auf den Tisch. Entschuldigung. Dann muss ich auch noch eine Story erzählen. Nein! Oh mein Gott! Nein, bitte nicht! Nicht um pinkeln, nicht um pinkeln. Heute. Und hat sie mir einen kleinen Porzellanhäschen von einem anderen Laden geholt. Das und hat gesagt, ja, weil sie gesagt hat, ich kann jetzt nicht von deinem Laden was kaufen und dir schenken, sondern ich bin jetzt zu diesem XY-Laden gegangen und hab dir Porzellan, das ist ein Möbelladen gewesen, also kein Papierfachhandel. Okay. Und Porzellan-Möbelladen? Porzellanhäschen. Porzellanhäschen? Das ist Deko, Möbelladen. Das kriegst du fast überall. Es war halt so eine geile Porzellan-Couch, klingt gemütlich. War geil. Und hat sie mir dann alles Gute gewünscht, frohe Ostern. Also das war echt ein komischer vierter Tag, aber das war schön. Hey, wann ist denn Ostern? Ist das nicht erst in so Jahren gefühlt? Nein. Wann ist das? Das ist doch voll spät. Ist nicht im April? Ja, ich glaube schon im April. Das war jetzt April. Das ist doch noch. Und die Wirde. Ja, das ist noch, aber sie hat mir das noch gewünscht, weil sie nicht oft zu sehen ist. I guess. Klar, schöne Weihnachten. Und die zweite ist, also die andere Story, die mir eingefallen ist, wegen Baum. Mir ist tatsächlich passiert, ich war alleine im Laden und ein Kind hat leider das Essen aus dem... Triggerwarnung. Das hatte ich auch schon mal, lol. Das war... Dann habe ich aber zum Mann gesagt, bitte wischen Sie das auf, sonst muss ich selbst das machen. Also selbst hochkommen, sage ich jetzt mal. Also bitte wischen Sie es auf. Und basta, danke. Übrigens sehr legitim, das tatsächlich zu machen, weil ich hatte das auch mal, diesen Fall. Da waren wir tatsächlich zu dritt im Laden und da ist eine reingekommen mit zwei Kindern und eins ihrer Kinder hat einfach, ne? Splatoon. Voll. Yes. Splatoon. Diese Frau war aber nett genug, das von sich aus wegzumachen, weil... Nein, mir wird's hochkommen, ehrlich gesagt. Dieses Problem hatten meine Kollegen auch und ich war gerade am
ich konnte meine Arbeit nicht stehen lassen, weil war, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war irgendwas, was ich nicht alleine lassen konnte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die das selbst weggemacht, aber vollkommen legitim, weil es gibt Leute, die sich da aufregen, dass es die Arbeiter machen müssen. Auf der anderen Seite sehe ich das irgendwie nicht ein, weil das ist schon echt eklig. Mach einfach Geräusche. Dein Kind mein Leiden sein muss, dann weiß ich auch nicht. Mach einfach Geräusche, dass du auch machen musst. Und dann machen sie es, glaube ich, freiwillig. Dann laufen die weg und dann lassen die es liegen. So, like, mit dem Kind noch am besten. Mit dem Kind. Solche Leute gibt es auch. Ausgenutzt. Aber wie schon gesagt, wenn du ein Kind hast, dann muss dir klar sein, dass du da auch ein bisschen dafür sorgen musst. Also das ist schon echt, nee. So, von meiner Seite aus war es das mit Geschichten erzählen. Nice. Gut, auf Wiedersehen. Nein, du hast noch was zu erzählen, Luna. Von gestern. Wie viel haben wir eigentlich? Oh, so eine Stunde haben wir jetzt schon. Oh, willst du nicht erzählen? Soll ich erzählen? Ja, mach du das. Wir kommen im Podcast, passiert, wo eine Person nicht reden will. Ja, wir hatten, also wir wohnen jetzt seit, also ich wohne jetzt seit 5, 6, 7, 8, 9, knapp 10 Jahren in Wiesbaden. Und ich finde die Stadt kacke. Darf ich auch furchtbar, was dazu sagen, wie deprimierend, wie Wiesbaden ist? Okay. Schlecht, brutal, stinkig, ekelhaft, widerlich. Du darfst gleich, Luna. Und was ich merke, seit so 3 Jahren legt sich so langsam so ein depressiver Schleier in meinem Kopf, weil er mich so richtig nach unten zieht, weil ich diese Stadt so schrecklich finde. Was wolltest du sagen, Luna? Wiesbaden ist das Arkham von Deutschland. Nur ohne Batman. Oh, ich sehe gerade. Kannst du nicht anders sagen, es ist so. Es die ist richtig da, schlimm. Was ist das? Frankfurt. Die haben da einen echt schönen Platz, aber also zumindest ja, also historische Altstadt. Es gibt schöne. Wir haben eine historische Altstadt? Nee, es gibt schöne Ecken, so das so beim Casino rum, da ist es ganz nett. Aber keine Ahnung, also die Stadt ist so voll jedes Mal, Großstadt halt. Die sieht auch nicht so die schön aus. Die Leute sind assi. Sorry, es ist so. Die Leute sind echt assi. Du liest wirklich jedes Mal an jedem Wochenende, dass irgendwer abgestochen, erschossen, erschlagen wurde wegen irgendwelchen Ehrenmorden oder weil es eine Streiterei gab. Ehrenmord? Selbst, was? Ja. Ach, Ehrenmord. Ja. Und vor allem, wie oft auch ich schon einfach angefasst wurde, ohne es zu wollen. Ja, like, was soll das? Hab auch schon mitten in der Innenstadt gewohnt und bin dann an Silvester mal kurz auf den Platz vorne gegangen, um ein bisschen zu gucken, was so an Feuerwerk abgeht. Und da kamen einfach 2 betrunkene Menschen auf dich zu und haben mir ins Gesicht geschrien, ich prügel dich jetzt um. Nee, geh mal weiter. Okay, dann geht's weiter. Super seltsam. Auf jeden Fall. Was wir auch mal hatten, sorry, das will ich erwähnen, das finde ich so krass. Ich bin einmal mit Lex in der Mittagspause vom Rewe in der Innenstadt oder Bahnhof rausgegangen. Oh, das war wild. Ich habe mich mit ihm unterhalten und auf einmal kam irgend so ein Typ, einfach so, ich kenne den nicht, keiner von uns kennt den, packt mich an der Schulter und stummt mich zurück. Einfach so. Einfach so. Ich werde ständig nur angefasst von Menschen. Ich hasse das. Long story short. Das ist so unangenehm. Wir wollen wegziehen und hatten gestern eine Wohnungsbesichtigung. Die war sau cool, die Wohnung. Es war so eine Sutere in Umkreis Aschaffenburg. Wohnung liegt. Aschaffenburg? Aschaffenburg, das ist... Würzburg. Das ist eine Stunde von hier, ungefähr. Ja. Frankfurt ist eigentlich das Größte, was man davon kennt. Ja, das ist so eine halbe Stunde von Frankfurt weg. Was zur Hölle war das? Ich hab keine Ahnung. Das war einfach nur ein Motorrad. Das klang so seltsam. Ich habe gedacht, du summst jetzt ins Mikrofon. Echt? Auf jeden Fall. Achso, das hat man bei mir gehört. Sorry, das wusste ich nicht. Alles gut, dann habe ich es vorbeifahren sehen, war verwirrt. Es ist auf jeden Fall so eine ehemalige Kellerwohnung, aber super schön. Die haben es richtig schön ausgebaut mit riesigen Zimmern. Ich glaube, die Wohnung hat 110 Quadratmeter. Und der Übermieter ist ein etwas älterer Herr, irgendwie der Vater von der Vermieterin und hört nicht mehr ganz so gut. Aber super entspannter Mann scheinbar und ich liebe es, wenn es so super entspannt ist. Ich keine Lust habe, mich mit irgendwelchen Menschen zu streiten oder Stress zu haben. Und ja, wär voll cool, wenn wir die Wohnung bekommen würden. Und das heißt, es könnte, wenn wir Glück haben, so sein, dass wir in 4 Wochen schon weg aus Wiesbaden sind. Das wäre so toll. Boah, wie geil. Das wäre echt toll. Ja, ich will nicht verderben, aber ich habe so, wenn ich Kellerwohnung höre, denke ich mich so auch, so, ja geil, das fühlt sich immer an wie so eine übelste Games-Jungs-Bude-Lounge im Keller einfach so. Nee, so überhaupt nicht. Zumindest habe ich so das Gefühl. Aber ich habe so eine irrationale Angst so vor Hochwasser, so einer Kellerwohnung zu sein, da weiß ich nicht, ob das so angenehm ist.
Aber ich weiß nicht, ist ja dumm. Ich glaube, da haben wir gar keinen. Gab es da irgendwie. Gibt es da überhaupt? Hängt davon ab, ob die Wohnung auch auf einem Berg ist oder nicht. Aber ich habe da so eine irrationale Angst, sag ich mal so. Ja, nee. Im Zweifel schippen. Das stört mich nicht. Ich war gerade sagen, im Zweifel schippen. Kriegen wir das auch hin. Aber ja, würde mich sehr freuen. Wäre richtig cool. Das, also, das wäre echt cool. Das ist ein saucoolen Flur und wir haben so viel Stauraum. Die haben eine Garage und also wir hätten dann eine Muss Garage. Man eine und dann machen. Ich hätte da echt Bock drauf. Ja. Ja, könnten wir machen, wenn es dann eingerichtet ist. Mega cool. Ja. Mach einfach ein paar Videos, Luna, wie wir da einziehen, so nach und nach. Wenn wir die Wohnung kriegen. Ja, wenn wir sie kriegen. Am Sonntag ist noch ein Termin zur Wohnungsbesichtigung von wem anders. Price is good. Ich hoffe, Price is good. Was ist der Mietenspiegel in der Region eigentlich? Ich weiß nicht, wieso. Oh, das Mieten ist schon eher teuer. Es wäre so roundabout 1,2 bis 1,3, aber... Ja, aber das Ding ist halt, wir zahlen hier in der Wohnung, in der wir jetzt auch sind, auch so 1,2 und wir haben, wie viel Quadratmeter haben wir? 80. Irgendwie sowas. Wir haben keinen Balkon, wir haben keinen Stauraum, wir haben ein Kellerabteil, was immer offen sein muss, weil da irgendwie so ein Kasten ist. Wir können das nicht zusperren, weil der Vermieter da ständig rein muss. Es ist nur kalt hier drin, es riecht immer muffig, weil die Luft zu kalt ist. Wir können heizen, was wir wollen. Wir haben letztes Jahr 800 Euro nachzahlen müssen, ehrlich. wegen Stromkosten und Heizkosten. Weil wir geheizt haben, dass wir nicht erfrieren. Ja, dieses Jahr haben wir hart runtergedreht, die Heizung. Jetzt, und wir, es ist immer nur kalt. So ich habe kalte Hände durchgehend. Ich hasse es. Es ist so nervig. Ich habe immer kalte Hände. Aber ja, ich eigentlich auch. Aber das ist nicht mehr nett. Ich meine, wir sind heute rausgegangen und es war draußen wärmer als drin. Das war auch blöd. Was soll das denn? So kann man auch nicht leben. Ja, auf jeden Außerdem Fall. Außerdem ist die ganze Wohnung schief. Alles ist schief. Endlich frei von Wiesbaden. Wie sieht das denn aus dort in Aschaffenburg? Oh, es ist voll schön. Aschebesch ist so richtig schön. Also gibt es natürlich auch so ein paar asoziale Ecken, aber es ist eine relativ kleine Stadt. Weiß nicht, wie viele Einwohner die haben. Der ganze Landkreis, es sind super viele, ein bisschen leise tippen, hat 70.000 Einwohner, der komplette Landkreis. Da sind also super viele Kleinstädte mit dabei, Aschaffenburg, Meinerschaff, Kleinostheim, Dilkheim, sind so ganz viele kleineren Gemeinden, die dazugehören. Und da im großen Zentrum ist die Altstadt Aschaffenburg. Man muss dir einfach mal Bilder angucken. Es sieht halt einfach aus wie so eine schöne mittelalterliche Stadt. Mhm. Die wurde also für Aimi, das ist so ein bisschen wie Kufstein, finde ich. Das ist echt hübsch da. Oh, okay. Also ich bin da echt happy mit, wenn wir da hinkommen. Und vor allem, wir müssten dann, ich würde nicht mehr so lange zu meinen Eltern brauchen. Da müsste ich nur einmal umsteigen, wenn ich mit dem Zug fahre. Oh, jetzt muss ich ewig lang nach Wiesbaden gurken und dann noch von Wiesbaden Hauptbahnhof irgendwie zur Wohnung kommen, was auch wieder ewig dauert. Ja, wir brauchen zwei Stunden weniger, wenn wir in Aschaffenburg nach Kufstein fahren würden. Wild. Ja, und das ist halt alles... Vor allem seine Eltern, Lexis Eltern sind da in der Nähe. Das wäre einfach so schön, wirklich. Also deswegen suchen wir da. Oh. Also Wiesbaden kann mich mal echt anschlagen. Die Stadt. Das habe ich nicht erwähnt. Ab Juni kommt mein Freund jetzt aber finally auch zu mir. Nice. Erste gemeinsame Wohnung, viel Erfolg. Nein. Ja. Wir wohnen ja in dem gleichen Haus wie meine Familie. Ja, aber ihr wohnt dann halt mal zusammen. Das ist ein Unterschied. Also das meinst du, okay. Ich hatte ein Brain-Lag gehabt. Oder Brain-Dead. Ja, Brain-Dead. Ich dachte mir vorhin, wenn man so einen Podcast hast, dann hat man ja irgendwie so, also ganz viele Podcasts haben so einen coolen Namen. Ne? Weißt du, es gibt so einen Podcast ohne richtigen Namen, abgekürzt mit Porn, und die nennen sich gegenseitig die Pornies. Und ich dachte mir, was sind wir denn dann? Die Coffees oder sind wir die Daddies? Ich wäre gerne die Daddies. Nein, wir sind, muss das mit dem Namen Daddies. Zu tun haben? Ich meine, nee, aber naja, Daddies. Oh Mann. Also Luna feiert's nicht, ich feier's. Oh. Ja gut, dann sind wir die. Ich werde das niemals sagen, weil ich ganz genau weiß, dass nur einmal irgendwie jemand das als Schnipsel rausschneiden muss und dann ist es vorbei. Daddies. Ja, aber wenn man halt einfach keine Frauen. Wenn man schreibt, dann ist das logisch, aber nicht, wenn man es ausspricht, leider Gottes. Ich werde das nicht einmal in meinem Leben. Das war auch nicht ernst gemeint. Wir brauchen einen fancy Namen. Wir sind einfach. Vielleicht fällt euch ja was ein. Brainies finde ich, glaube ich, gut. Oh, das Brownies, ist süß. Die Brownies. Okay, danke. Jetzt ist der Name ist raus.
Also wir sind wirklich schon voll die Brains, weil wir wissen ja auch, 30 minus 5 ist 26. Mann, ich habe halt nicht zugehört, okay? Es tut mir leid. Ja, warte, ich bin ja die Schuldige eigentlich, hallo. Ich war irgendwie voll auf 29 und alles, keine Ahnung. Ja, ich auch. Dann habe ich alles verwechselt und alles auch vorbei. Ja, vor allem dieser Zahlenraum von 1 bis 20, der ist schon echt, 1 bis 30 schon echt. Können wir jetzt aufhören, darüber zu reden? Das ist voll blöd. Ja. Wenn ich sage, ich hab grad Schuld, Lex. Was? Ich bin immer schuld. Ja. Ich hab, glaube ich, euch nicht erwähnt, ich habe vor, mich selbstständig zu machen. Oha. Mit der Kunst. Ich wage zu erinnern, dass du das mal erzählt hast, ja. Also ich versuch's. Ich werde doch mit dem Steuerberater reden und wir werden sehen. Neben der Arbeit darf ich's machen tatsächlich? Ich habe eine Idee. Ja. Die Idee, die ich habe, ist, wenn du das noch nicht zu 100% machen möchtest, kannst du ja eigentlich dich ein paar Stunden runtersetzen lassen und den Rest erstmal so anfangen quasi, bis du das dann irgendwann übernimmst. Kann ich ja nicht so. Ich bin Stellvertretung. Oh. Dann sollen die eine andere Stellvertretung nehmen hier. Dann gibt's weniger Mannis. Ja. I see. Vergiss es wieder. Apropos Jobs. Da habe ich was zu erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, aber es wird safe stattfinden. Mein Prof hat sich nur noch nicht zurückgemeldet. Ich fange als Tutor an. Bei mir an der Hochschule. Was? Oh, das heißt, wie cool! Du hältst Vorlesungen? Nein. Jein. Also ich habe schon so, es wird schon so einmal in der Woche wahrscheinlich Stunden geben, aber für die Erst- und Zweitsemester oder so, glaube ich, da werden wir halt den Stuff beibringen. Nice. Ja. Das ist echt cool. Das. Also Coden und so Stuff. Darauf, dass da habe ich Fang drauf. Ja, ich finde es immer gut, wenn jemand in die Nachwuchskräfte investiert, die Zeit. Ich als geborener Ausbilder. Ja. Actually, keine Ahnung, es macht irgendwie Fun, den Unwissenden ein bisschen was zu zeigen. Und actually, muss dich nur fernhalten, sonst kriegst du Corona. Ja, musst du ja. Actually, man lernt auch selber immer viel was dabei, weil manchmal kommen da einfach Fragen von Leuten. Und du denkst, daran habe ich erst gar nicht gedacht oder das wäre mal interessant und ja, definitiv, ja. Ich freue mich. Und ja, dann bekomme ich noch Money dafür. Das ist actually genau das, was ich auch auf dem Gymnasium damals gemacht habe. Da habe ich auch meine AGs geleitet, die Robotik AG und die Kunst AG, die ich gegründet habe. Das ist so toll. Baum ist einfach ein Macher. Also wirklich, nee, ernsthaft. Ich habe einmal in diesem Freizeitpark gearbeitet und das hat so keinen Bock gemacht. Kann ich euch erzählen. Also dieser Freizeitpark, der hat mich so ausgelaugt. Ich jeden Tag da an den gleichen paar Automaten, an dem gleichen Ort zu sitzen, die gleichen Sachen von all den Leuten zu hören. Überschlägt sich diese Sache? Hast du deine Augen aufgemacht? Nein. Also, keine Ahnung. Wirklich. Und ich weiß nicht, das hat mich so fertig gemacht, die Arbeit, da war ich auch, der Freizeitpark ist man ja auch von morgens bis abends da, du bist da, bevor der Park anfängt, bis der Park aufhört da und das ist einfach, habe ich einfach so kaputt gemacht und ich bin froh, dass ich jetzt einfach diesen Tutor-Nebenjob habe, quasi, oder how you wanna call it. Yes. Und ich denke mir die ganze Zeit, so eine Woche oder so ein paar Jahre im Freizeitpark zu arbeiten, ist bestimmt geil. Nee. Du fährst ja nicht. Ich glaube, du würdest da anders arbeiten. Nee, darum geht's mir nicht. Aber du hast ein bisschen Kontakt mit Menschen. Ja. What the fuck? Nein. Eigentlich nicht. Du bist, also Kontakt mit Menschen, bla bla. So, aber eigentlich stehst du da nur rum und irgendwann hast du auch einfach keinen Bock, mit jedem zu reden. Wie schon gesagt, ich habe teilweise im Sommer so ein bisschen gejobbt als Gastromensch. Ich fand das super geil. Es war ein richtig, richtig cool. Da kann das interessanter sein. Aber im Freizeitpark, ich fand das. Sag mal, keine Ahnung, aber bist du beidseitig gehirngelähmt? Entschuldigung, dass ich vielleicht Interesse daran habe, mich nicht mehr ein ganzes Leben mich mit 10 Stunden am Tag vorm PC zu sitzen. What the fuck? Okay, wie kann man nur Menschen mögen? Ja! Nicht gesagt, dass ich Menschen mag. Ich habe nur gesagt, also ich glaube, was ich daran so finde, ist die... Ganz ehrlich, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, musst du sie mögen, weil Menschen sind scheiße. Von vorne bis hinten. Ich glaube, was daran ganz cool ist, ist die Abwechslung. Weißt du?
Was für Abwechslung, da ist auch immer alles gleich. Es geht. Also beim meinem ersten Arbeitstag, da hatte ich, da war ja noch zu Corona-Zeiten und so, da stand ich vor so einem vor einer Achterbahn, dass ich da Leute für die Warteschlange so timen lasse, aber davor war so ein Gruselweg, bevor man zur actually Achterbahn kommt und so. Und wegen Corona musste man einfach ein bisschen schauen. Und da ist so eine Karen auf mich zugekommen, die ihr Kind da durchlassen wollte. Ich so, sorry, das kann ich nicht machen. Also, da müssen Sie mit meinem Chef reden. Der ist da und da. Und die redet da. Dann fängt die irgendwann auf, die fängt auf einmal an, auf Spanisch mich einzuschüchtern. Ich weiß nicht. Ich fand das nur witzig, wie die da rumgeschrieben hat. Ich konnte sie nicht ernst nehmen. Und ich dachte mir, das ist, bei dir ist der Fall, du hast nicht lange gemacht. Luna ich habe das 3 Jahre gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, gegen Ende werden mir solche Leute wahrscheinlich auch auf den Sack gegangen. Ich habe das 3 Jahre gemacht und das hat mich zerstört. Zuvor dachte ich mir so, ja, ist okay. Und schon innerhalb vom ersten Lehrjahr dachte ich mir so, ich werde nie wieder mit Menschen zusammenarbeiten, weil die alle nur scheiße zu mir sind, alle. Also es gab einfach gefühlt keine Ausnahme. Es war so schlimm. Ich hatte mal eine Kundin, die mir gesagt hat, wenn das so schwer ist, dann kann ich es ja selber machen. Dann soll ich das irgendwie selber machen oder so. Und du als Lehrling darfst dann natürlich dann nicht sagen, ja, mach's selber, du kleiner Hurensohn, weil sonst kriegst du ja gleich wieder. Also weißt du, was ich? Ich hab teilweise Beschwerden bekommen, weil die Leute meine Chefin angelogen haben und wem hat sie geglaubt? Den Leuten. Ja. Also, nee, ich halte nichts mehr davon. Die können alle mal. Menschen haben mich verloren. Das wird nie wieder bei mir. Und da wundern sie sich, warum sie keine Leute finden bei dem Handel. Also, vor allem, weil die Chefs sind meistens auch nicht besser. Die machen die auch nur fertig. Ja. Ich muss ja mal so ein bisschen über den Einzelhandel kotzen. Also nicht jetzt wegen euch als Individuen, aber es heißt ja immer, kauft beim Einzelhandel in lokalen kleinen Läden ein, damit der Einzelhandel nicht stirbt. Aber jedes Mal, wenn ich im Einzelhandel bin, haben die Leute entweder keine Ahnung oder keinen Bock oder verstecken sich vor jemanden oder die Preise sind überteuert. Ganz ehrlich, von mir aus kann der Einzelhandel sterben, ist mir scheißegal. Letzte Mal waren wir ja in diesem Elektronikfach gedöns, das war ganz nett, ja. Der ist auf uns zugekommen, hat mit uns gequatscht, hat uns ein bisschen beraten, hat uns falsch beraten, hat er auch was Falsches gesagt. Da ging es irgendwie darum, wir hatten eine Switch und wir meinten, ich wollte wissen, ob man die Folien, diese Screen Protector Folien von der alten Switch auch auf die neue OLED Switch packen kann, weil ich nicht wusste, ob das Display größer oder kleiner ist. Er meinte, ja, es passt. 2 Sekunden gegoogelt, es ist größer, natürlich ist es größer, also auch falsch beraten. Das letzte Mal, als ich da drin war, das war vor 4-5 Jahren, da haben sie gesagt, ja, was wie, LAN-Kabel, das gibt's nicht mehr, sowas hat heutzutage niemand mehr. Komplett dämlich. Da muss man sich nicht wundern, wenn keiner mehr Bock hat auf Einzelhandel. Ja, leider. Es gibt Ausnahmen, die richtig cool sind. Gibt manchmal echt coole Leute im Einzelhandel. Und natürlich, ich hatte auch vielleicht 1 oder 2 Mal, aber ich kann alle, die zu mir nett waren, in meiner Lehre an einer Hand abzählen. Und das ist krass, weil ich war da 3 Jahre. Das ist schon nicht geil. Weil ich kann so viele aufzählen, die nicht nett zu mir waren. Und ich war halt Lehrling, ne? Ich war minderjährig noch dazu. Ich hatte mal einen Kunden, der von dem mir gesagt wurde, ich darf da keine Tops mit so dünnen Trägern tragen oder so. Der hat Fotos von uns gemacht. Der hat Fotos von uns gemacht. Meine Kollegin hat ja das Shirt hochgezogen. The fuck? Der wurde nicht rausgeschmissen. Alles solche Scheiße immer. Immer dasselbe. Bei mir haben sie nur richtig derbe geschumpft, weil sie. Bei uns tatsächlich, meine Chefin war ja bei einer anderen Filiale, bei einem anderen Ort quasi, und sie hat gesagt, die Filiale, wo ich war, da haben sie die freundlichsten Kunden gehabt. Und bei uns sind die einfach so richtig böse. Sie weiß ich nicht, die meinen nichts Gutes mit uns oder so gefühlt. Die waren wirklich böse immer zu uns, immer. Scheiße, ich habe meinen Tisch verschoben. Man wird einfach so zur Sau gemacht da drin teilweise, es ist so schlimm. Und dann kommen halt Leute wie Lex rein, die halt eigentlich nett sind, die dir nichts Böses wollen. Und dann werden die Leute, so wie Lex, von den Mitarbeitern angekackt und die haben sowieso keinen Bock mehr, weil die Arbeiter nur angekackt werden. Ja. Dieser Spruch, der Kunde ist König, nein, ist er nicht. Ich verstehe. Ist er nicht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt. Und wir dürfen uns nicht wehren. Verstehe ehrlich gesagt das Konzept von Einzelhandel nicht. Also, ich auch nicht. Es war mal so eine Zeit, wo es noch kein Internet gab. Ja, alles cool, alles easy, verstehe ich. Aber du musst dich ja irgendwie positionieren und was Einzigartiges machen. Warum? Also,
sowas wie Amazon, nur im echten Leben und schlechten Mitarbeitern, wo es nicht alles gibt, braucht man halt nicht. So kleine Shops wie so ein Manga-Laden, wo du halt nur Mangas kriegst und so Manga-Anime-Figuren. Das ist voll cool. Weißt du, das ist so eine Community, die haben dann meistens noch irgendwie so einen Training-Card-Game-Bereich. Da kannst du dann dich irgendwie von Nerds voll labern lassen, weil sie wissen, was sie tun. Aber sowas wie Karstadt oder Galeria Kaufhof, warum gibt's sowas noch? Weil Menschen dumm sind. Sorry, es ist so. Es gibt unendlich viele Menschen, die absolut dumm sind. Es ist leider so. Es tut mir leid. Es ist so. Übrigens, schöne Sache, weil die sind meistens glücklich. Und, und vor allem, viele sind so arm. Viele sind einfach so unendlich arm. Und das ist richtig schlimm. Ja, aber wie viele in meinem Alter einfach nicht so leben wie ich, weil sie nicht halt genügend so Geld haben. Die gehen dann halt da rein und holen so günstig wie möglich etwas. Ja, und aber das kannst du ja aber so günstiger das nicht leisten. Auch auf Amazon kaufen. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Naja, ich verstehe Einzelhandel nicht. Ja, braucht außer man eigentlich natürlich, nicht. Natürlich abgegrenzt, so kleines Fachding, so kleine Lego-Läden, Manga-Läden, Nerd-Läden, sowas wie der Mike's Magic World, Luna. Sowas läuft ja voll gut. Das ist voll witzig, so ein kleiner Comic-Nerd-Laden in Wiesbaden. Der ist ganz, ganz nett. Der war das toll, Werbung? Ja. Hashtag Werbung, I guess. Ja, also aber irgendwie die großen Ketten meistens, ich weiß auch nicht, da ist es dann irgendwie vorbei. Also was man jetzt einfach zusammenfasst, Einzelhandel kann toll sein, aber nicht, wenn die Menschen nicht mitspielen. Das ist dann... Ja. Besonders, wenn dahinter auch nicht richtig gut läuft, sage ich jetzt mal. Also ihr wisst, was ich mit dahinter meine, hoffentlich. Ja. Ja, also es ist einfach nur anstrengend und dann wundern sie sich auch noch, dass du vielleicht noch schlechtere Gefühle hast, sag ich jetzt mal, und du halt nicht mehr willst. Also, ja, so, also das wollte ich noch sagen. Da passieren echt krasse Sachen teilweise. Also naja. Die Leute kümmern sich nicht um ihre Mitarbeiter, das ist echt schade. Wir haben jetzt lang genug noch geredet. Wollen wir das Spiel beginnen? Nein, ich habe noch eine Frage an euch. Ich habe noch ganz viele Themen und Fragen an euch. Was ist los bei dir? Amy hat keine Lust mehr. Okay, dann gehe ich halt. Das sind zwei Episoden. Okay, Double-Episode, let's go! Haben wir uns irgendwann mal festgelegt, wie lange wir die Episoden machen? Ich dachte, wir können einfach so lange, bis wir kein Thema mehr haben. Ich glaube, nach einer Stunde schalten die meisten eher. Wer hat schon eine Stunde Zeit in seinem Leben? Also, du kannst ja Podcast ja auch immer länger hören. Also, wenn ja, ich das mache, dann räume ich halt mal so eine halbe Stunde auf und mache dann das nächste Mal weiter. Also, Podcasts sind relativ lang. Gesunde Hörzeit, für mich zumindest. Nee. Ich finde die Podcasts toll, die so 2-3 Stunden gehen. Die sind großartig. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar dachte ich mir, wäre ja ganz cool, wenn wir darüber quatschen, was wir so den letzten Monat über gedaddelt haben. Also, wir sind ja immer noch sehr nerdig und so gaming-mäßig unterwegs. Und ich würde einfach mal anfangen, weil ich habe ein wunderbares Nintendo Switch-Spiel durchgespielt. Ich habe Sparks of Hope durchgespielt. Mario und Rabbids. Achso, doch. Zweite Teil. Es ist so großartig und dieses Spiel ist irgendwie, das verkauft sich nicht so gut, wie sich das Ubisoft gehofft hatte. Aber es ist so geil. Es hat zwar Bugs ohne Ende, aber. Das kannst du laut sagen. Ja, das Spiel ist alle 5 Minuten mal teilweise abgestürzt, weil da irgendwelche Schiefstände drin waren. Aber wenn es läuft. Oder einfach eine Schlacht neu starten, weil stecken bleibt. 4-mal. Und nichts mehr geht. Ja, aber es ist echt cool eigentlich. Also die Charaktere sind geil. Die haben im ersten Teil haben die Rabbits nur rumgerappt. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber im zweiten Teil haben die alle Synchronstimmen bekommen und ich finde die so großartig. Die Rabbits haben Synchronstimmen bekommen. Ja, das ist so gut. Reden richtig cool. Oha. Die reden so geil. Zum Beispiel gibt es die Rabbit Mario Version. Also Mario kennt ja jeder. Die Rabbit Mario Version sieht halt so ein bisschen aus wie ein richtig, also dieser Charakter ist saugeil, aber auch ein bisschen widerlich. Ja. Er sieht halt aus wie Mario, hat so eine Latzhose an, so ein kleiner Bierbauch, so einen richtigen Pornoschnurrbart und er spricht so geil. Er spricht halt wie so ein freundlicher, alter, und diesmal nicht wirklich alter Mann, der vielleicht ein bisschen zu viel raucht, ein bisschen zu viel Alkohol trinkt und so ein bisschen fertig ist im Leben. Das ist so geil. Also während Mario auf den Gegner springt und woanders hinfliegt, dann macht er so, juhu! Und wenn dieser Rabbit Mario da unterwegs ist, macht er dann. Das ist so geil! Ich hatte irgendwie mit Luna gespielt, wir saßen auf der Couch, beide so ein bisschen fiebrig wegen Rona. Und ich hatte, da gibt es so eine Möglichkeit, dass du dich jede Runde automatisch heilst.
Und ich habe diese Fähigkeit eingesetzt. Und auf einmal bin ich am Zug und ich höre nur, wie dieser Rabbit Mario dieses, so ein genüssliches Geräusch macht, weil er geheilt wird. Und dann hört man nur. Es ist so großartig und er ist halt voll verliebt in sich selbst. Und wenn er irgendwie auf dem Bild postet, steht er immer so da mit dem Bizeps da. Es ist so geil. Es ist so geil. Mario, wir haben ihn liebevoll Giovanni getauft. Es ist so hervorragend. Unbedingt spielen, wenn ihr eine Switch habt. Kostet ist auch runtergesetzt aktuell, weil es sich nicht so gut verkauft. Es ist so hervorragend. Oh, und ja, vor allem Peach, Rabbit Peach, die klingt wie Mabel aus Gravity Falls. Das ist so geil. Oh, das ist nice. Es ist so unendlich geil. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich freue mich auf die DLCs. Hab ich Bock drauf. Ansonsten habe ich noch ganz viel mehr gespielt. Verzeihung, eine Sekunde. Kamera hat sich wieder verschoben. Wegfahren. Ja, weil ich jedes Mal mein Tisch hier verschiebe. Anno, ihr kennt bestimmt Anno. Anno 1800. Welches? Spielen wir 1800? Jeden Mittwoch. 1800. Ich spiele jeden Mittwoch Anno 1800. Sind mittlerweile bei einer Map mit, keine Ahnung, 60 Stunden. Das macht so unfassbar viel Spaß. Ich weiß nicht, wieso Anno so viel Spaß machen kann. Kann ich auch nur empfehlen. Kostet aber komplett Edition, glaube ich, so 80, 90 Euro. Ganz schön teuer. Ah, nur großartig. Und ich habe heute ein neues Survival-Zombie-Indie-Game angefangen. Das ist auf Steam relativ bekannt gerade aktuell. Das heißt No One Survived, glaube ich. No One, ja. Wirklich? Okay. Ja, es kostet irgendwie so 18 Euro von so einem japanischen Indie-Spieleentwickler. Kam im August 22 raus. Es ist interessant. Bisschen. Es ist halt so eine World Simulation, Craft Building, so wie alles andere. Ein bisschen wie Seven Days, nur noch ein paar Versionen vorne dran. Heißt Seven Days to Die, kann ich auch empfehlen. Heißt der neue Mario & Rabbids Teil Sparks of Hope. Kingdom Battle Royale. Ja. Ja. Müsste so 38 Euro kosten. So. 45. Zumindest auf Steam. Steam? Ja, was rede ich über? Ich meine auf eShop. E-Shop. Okay. Nintendo E-Shop. Aber es gibt ja auch andere. Nee, da nicht. Ist ja ein Nintendo-Spiel. Oder? Nee, gibt es nicht Codes? Auch bei MMOGA und sowas? Ah, das ist aber, also, ist ja rechtlich Grauzone. Ja, schon. Haben wir sonst noch was gespielt, Luna? Nee, ne? Also, ich habe selber was gespielt. Ja, ja. Aber da kommst du ja gleich dran. Haben wir noch was zusammengespielt? Nee, ne? Minecraft, ja. Minecraft. Ja, immer mal so ein bisschen. Habt ihr schon was von Minecraft gehört? Soll ich euch erklären, wie Minecraft funktioniert? Also das meistverkaufteste Spiel, das nur deswegen am meistverkauftesten ist, weil man ständig sein Passwort zum eigenen Account vergisst und sich das Spiel nochmal neu holt, weil es so günstig ist und so gut ist. Das ist mir zwar noch nicht passiert, aber okay. Oder wenn dein Account gehackt wurde, neulich mit Microsoft und so, weiß man nicht. Ja, wenn du dein Passwort auch ILoveJohnny1993 nimmst. Ich hatte Double Verification zum 10. Mal, Alex. Oh, und das Beste, Twitter hat ja bei dir gesagt. Oh ja. Das ist meine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit SMS. Heute Morgen bin ich aufgewacht, so, keine Ahnung, was das ist. Und dann so steht da drunter, das liest sich fast wie so ein Drohbrief. Ansonsten irgendwas mit Sperren auf Twitter-Account bis 39. Morgen. 39.2. oder 29.3. Oder 29.3. Ich guck gerade mal nach. 60 minus 5 ist auch 13. Damit du auf Twitter nicht verlierst, musst du die Zwei-Faktor-Authentifizierung bis zum 19.3. Okay, 19.3. ist nächste Monat. Ich dachte, bis morgen wäre noch ein bisschen heftiger gewesen, aber trotzdem. Hä? Kriege ich ja auch so eine Mail? Was für? Wenn du keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, dann nicht. SMS vor allen Dingen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so spezifisch ist. Ich glaube nicht, dass ich das habe. Also, weiß ich nicht. Oh, per E-Mail? Safe habe ich da. Doch, habe ich safe. SMS? Nö, Digga. Vermutlich, weil sie Gebühren bezahlen müssen, weil sie SMS bezahlen müssen. Ja, I know. Aber SMS-Dienste kosten ja manchmal. Okay, I guess, das liegt wohl daran, weil Elon Musk all die ganzen Leute und der muss jetzt fette Sparmaßnahmen reinhauen oder so. Doch, ja, Twitter kann mich ja eh mal, also. Weil die ganzen Leute entlassen. Das nennt sich mobile Kriegsführung, sag ich mal so. Eine ganz weirde Geschichte. Was habt ihr sonst gespielt? Ich bin fertig. Darf ich? Oh, Guild Wars, aber Guild Wars ist immer bei mir in der Liste.
was ich erzählen könnte. Oder wollt ihr noch was? Luna, willst du anfangen? Genau. Luna, fang an du. Fang an du. Ey, was ist denn los? Habe ich das an mir? Ist das meine Person? Ich hatte schon mein Leben lang. Das ist sau nervig. Ich will, dass das aufhört. Was? Dass ich immer unterbrochen werde. Hä? Das nervt. Wir fangen einfach gleich an zu reden. Egal. Hau raus. Keine Ahnung. Ich Discord weiß nicht, warum ich das habe. Das ist ein Fluch. Ja, genau das. Ich habe Luigi's Mansion 3 durchgespielt. Und es war toll. Es war so toll. Und ich bin voll sad, dass ich es durch habe. Aber ich will gerne weiterspielen. Das ist richtig toll. Ich habe Luigi in mein Herz geschlossen. Mhm. Der ist richtig süß. Nicht so wie Mario, der dann zum Schluss voll der Assassine weggejumpt ist und Luigi so like, oh nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war super. Also Luigi's Mansion 3 kann ich echt empfehlen. Bitte spielt das. Oh ja, das war irgendwie klar, oder? Oh nein, in einem Nintendo-Spiel kommt Mario vor. Wow. Egal. Also nein, ich habe das Ende nicht ganz gespoilert, weil... Ja. Egal. Egal, whatever. Ich habe jetzt Odyssey angefangen. Das hat mir Lex empfohlen. Und ich finde das zwar auch richtig, richtig cool, aber es kommt nicht an Menschen dran. Muss ich jetzt schon sagen. Ich weiß nicht. Ich finde es auch schwer anzugucken. Also ich konnte während ich Corona hatte, das nicht spielen, weil ich es so anstrengend anzugucken fand, weil dieser Dino, der am Anfang kam... Ich finde, das sieht so anders aus als Mario, dass das anstrengend für mein Gehirn ist. Aber das, es ist sonst ein saugeiles Spiel. Muss ich echt weiterspielen. Aus welchem Level macht echt Bock. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt die Wüste fertig. Achso, okay. Ja, ich bin noch ganz am Anfang gefühlt. Ich habe den neuen K.O.-Teil angespielt, um zu gucken, wie das so ist, weil ich den irgendwann mal streamen möchte. Den K.O. das Känguru. Wollte ich gerade sagen. Da ist letztes Jahr einer rausgekommen und da haben die am Anfang gesagt, spielt den mal noch nicht, der ist voll buggy. Dann habe ich den angefangen und habe gemerkt, dass ich im Menü nicht, in den Optionen kann ich nicht navigieren. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Also du kannst da, die haben oben 3-4 Reiter, zwischen denen kann ich irgendwie nicht skippen, ich weiß nicht warum. Ich bin noch nicht drauf gekommen, wie das geht. Aber sonst sieht das erstmal aus wie ein richtig süßes Spiel. Ich bin auch nicht weit genug, um das empfehlen zu können, aber es ist... anders als die anderen Teile. Ich finde, es ist mehr wie ein Crash Bandicoot. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist, weiß nicht. Weiß nicht, ob es mir gefällt. Muss ich weiterspielen. Mache ich dann mal in einem Stream. Und ich habe dieses eine Spiel angefangen, das jeder so hypt. Wie heißt das von Bethesda? Hi-Fi Rush? Hm. Oh, kennt ihr das? Sagt euch das was? Ja, ich habe was gehört davon. Das, basically ist das eigentlich so eine Story, wo dieser Boy, so ein Boy, der will unbedingt The Rockstar werden, ist ein bisschen cringy am Anfang, sieht aus wie Hicks aus, Drachenzähmen leicht gemacht, wirklich. Er sieht genau gleich aus und der ist da irgendwie in der Welt, wo es eine Firma gibt, die einem Roboterteile anbauen kann, dass die so alle so Cyborgs werden. Und der Typ hatte dummerweise, dem ist halt so ein, wie heißen diese MP3-Player, ist ihm einer aufs Herz gefallen und jetzt hat er ein Roboterarm und sein Herz ist jetzt dieses Ding. Und alles bewegt sich im Takt. Das ist so ein Taktspiel. Alles bewegt sich im Takt von der Musik. Es macht Spaß, aber ich verstehe den Hype drum nicht. Du verstehst den was nicht? Den Hype verstehe ich nicht, weil es ist schon cool, es macht schon Spaß, aber es ist nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, wow, das muss ich bis zum Tod hypen. Es ist trotzdem cool, also ich kann das empfehlen für Leute, die Bock haben auf so Taktspiele. Ja, vielleicht einfach mal was Neues so zu sehen, weil, also, keine Ahnung, in letzter Zeit so Games, Open World immer und so. Ja, das stimmt. So nee, das ist wirklich, Ich weiß nicht, dieses Spiel, was ich jetzt sagen werde, das kennt vermutlich keiner, weil das uralt ist. Auf der Xbox, auf der wirklich ersten Xbox, gab es mal ein Spiel von dem Film Robots. Das ist ganz, ganz ähnlich. Das ist wirklich ähnlich. Da läufst du eigentlich auch nur so deine Wege ab, sammelst deine komischen Teile und zerhaust Gegner. Und versuchst halt da, dich durch die Story zu arbeiten. Also, das ist ganz ähnlich wie diese alten Xbox-Spiele halt aufgebaut. Ja. Das sieht man eh nicht mehr oft. Cool. Das ist ziemlich cool. Sonst noch was angefangen? Ich glaube nicht. Sonst habe ich Minecraft noch gespielt. Minecraft! Ich habe. Müssen wir weiterspielen auf unserem Server? Ja. Können wir ja heute machen, wenn ihr wollt. Oh yeah. Ja, ich bin dabei. Aber ich hole mir dann eine Decke, weil es ist echt arschkalt hier drin. Perfekt. Ich kann mal direkt erzählen. So. Mal sehen, wie Minecraft funktioniert, weil.
Es gibt da ein Spiel, das heißt For the King. Ich hab's gesehen, dass du es heute gespielt hast. Es ist so großartig. Luna mag's nicht. Dieses Spiel. Es ist so, es ist wie Hildegards Keller. Es ist Dungeons and Dragons, aber in einem Game. Ein bisschen sehr simplifizierter, aber. Was? Kann man zu dritt spielen? Kann man zu dritt spielen immer. Was? Es ist sehr geil. Du läufst aus einer Map. Nicht zu viert? Musst so ein bisschen rundenbasiertes Fighting und so. Und ich suchte da gerade mit meinen zwei Freunden rein und es macht einfach übelst Bock, deswegen. Ihr müsst ja. Hildegards Keller spielen. Darf ich erwähnen, warum mir das nicht gefällt? For the Kings? Ich lasse mich zu leicht ablenken, ich bin ehrlich. Weil während die anderen dran sind, bin ich halt so like... Weißt du, das ist halt nicht wie Dungeons & Dragons, wo du halt die Story von den anderen richtig mitkriegst. Der ist immer am Handy und das nervt uns beide. Die beiden das ist das Problem. Wenn er seinen Turn hat, immer so 10 Sekunden braucht, bis er irgendwas macht. Es ist so schlimm. Ja, das ist auch mein Problem damit. Voll, aber sonst ist es cool, großartig. Ja. Auch wenn einer irgendwas macht und sich anguckt im Markt oder sowas, dass das nicht für alle sichtbar ist. Oder du hast halt auf dieser Hexagon-Map wird dir angezeigt, wie viele Leute in den Kampf mit reingezogen werden, wenn du auf einen Gegner bist. Und das wird aber nur dem Spieler angezeigt, der gerade am Zug ist und nicht den anderen Spielern. Was ich so übelst dumm finde, weil die anderen Spieler ich finde das super smart. Einfach nur rumzustehen. Warum denn? Warum? Weil das Spiel darauf basiert, dass man ganz viel miteinander redet. Ja. Also, ja, ergibt in dem Sinne schon Sinn, sag ich mal so, aber manchmal ist das einfach nur super nervig und dann sitzt man da einfach in Discord und alle streamen ihr Game. So. Das hat, also, ja. Wie wir das damals gemacht haben, wir haben darauf geachtet, dass wir immer zusammen als Gruppe unterwegs sind und dass wir halt wirklich alle miteinander gequatscht haben, damit jeder sieht, was gerade passiert, ohne zu streamen. Ich fand es ganz geil, weil das hatte wirklich so ein bisschen Pen-and-Paper-Feeling, weil du halt auch ganz viel mit deinen ganzen Kollegen redest. Aber fand sowas, wenn du nachschaust, gerade bist gerade in der Stadt und schaust gerade nach, was es auf dem Markt gibt und dann ist das so ein, das ist so eine Konversation, die kann man einfach skippen, weißt du, weil das ist sowas so, ja, ich habe hier eine Axt, die hat so und so viel Damage, oh, kannst du mir noch was darüber reden, anstatt das einfach zu sehen. Das ist so, ist like so ein Ich fand das ganz cool Basic und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ja, wollte ich gerade sagen, gibt es auch einen zweiten Teil. Es gibt den gibt's noch nicht. Teil, angekündigt. Es wird einen zweiten Teil geben, ja. Genau. Richtig. Das hat übelst krasse Grafiken und so, aber ich finde, den persönlich nicht so schön, weil das Ganze sieht alles jetzt irgendwie realistischer aus und so. Aber mir gefällt diese Polygon-Grafik vom ersten Teil ziemlich sehr. Oh, stimmt, das sieht ja wirklich ganz schön anders aus. I don't know. Macht Dix. Ich hab Bock drauf. Aber ich würde mit euch spielen, den zweiten Teil. Wenn die vier Spieler haben hab schon eine und Gruppe. Nicht drei Spieler, dann hätte ich schon... Ich glaube, der zweite hat vier Spieler. Unbedingt, bitte. Wenn Luna Bock hat, weil sie hat gesagt, sie mag es ja nicht so. Ich weiß nicht, ich bin halt viel zu... Also ich bin ehrlich, ich lasse mich so leicht da ablenken. Also ich sitze dann halt irgendwann da. Mir macht es dann halt auch irgendwann keinen Spaß mehr, weil ich halt gelangweilt bin. Ja, ich sitze halt da, während alle so voll hyped sind und ich so like... Ja, man muss halt super viel miteinander reden. Und ja. Macht schon Spaß. Was hast du denn noch gespielt? Ich habe noch ein Spiel gespielt, genau. Und zwar ist das... Amy wollte, glaube ich, noch was sagen. Ich hab's vergessen. Wow. Süß. Sie verflucht, damit sie nichts sagt. Okay, ich weiß nicht, das ist so ein Game, was gereferenced wurde in Smash Bros. Ihr kennt ja Nintendogs, wenn das so auf dem Bildschirm ist. Das ist auch so ein Stage-Hazard-Dingens oder so in dem Game gereferenced. Es gab es, glaube ich, mal auf der Wii, aber ich glaube, das ist originally auf dem GameCube rausgekommen. Und zwar, wie hieß der Originaltitel nochmal? Der Titel heißt Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers, aber das... Ah genau, Fatal Frame. Ah, das habe ich gespielt. Das kenne ich. Fatal Frame heißt die Serie. Ja, den habe ich auch schon gespielt. Das ist so ein Geister, da läufst du so rum das Combat ist ziemlich fun in dem Game, weil du da die Geister hast. Anstatt wegzulaufen oder dich irgendwie zu verstecken oder so, musst du mit der Kamera Fotos von diesen Geistern machen und dann haben die so Fragmente, die abstellen und dann musst du noch mehr Fotos machen und genau, die Kamera ist cool, so heißt die. Und das macht übelst fun, ich weiß nicht. Also, wenn du nicht so die Probleme mit der Grafik hast von Wii-Spielen, kannst du dir mal... Ich finde die Grafik auch super schön. The Calling angucken. Calling? Oder nur Calling für die Wii. Das war ist ein ähnliches, cooles, also ich liebe es.
Um was geht's da? Du bist irgendwie in so einer Schattenwelt gefangen und hast ein Handy. Und dieses Spielprinzip basiert halt darauf, dass du super oft irgendwie irgendwelche Nachrichten aufs Handy bekommst. Und eigentlich war die Wiimote dein Handy und du musstest dann so ans Handy gehen und sowas. Hat so ein ähnliches Flair wie Fatal Frame, einfach nur deswegen, weil du die Geister nicht unbedingt bekämpfst, sondern weil du eher von denen abhaust. Und das ist so ein bisschen point-and-clicky. Bist ein bisschen in der Schule unterwegs am Anfang, ohne viel zu spoilern, musst halt versuchen, in die nächste Welt zu springen. Das war eines meiner ersten Horrorspiele, die ich gespielt habe, und das ist richtig creepy. Ich erinnere mich dann an so eine Szene, die Wii war ja nicht so besonders leistungsstark. Dementsprechend hat man damals damit gearbeitet, dass man sehr viele Schatten überall hingemacht hat, damit man die Gebäude, die Auflösung ein bisschen hoch machen kann, aber nicht auf einmal so viel anzeigt, damit die Performance ein bisschen besser ist und um die Atmosphäre dazu hinzuwirken. Also, was ich sagen wollte, war so ein langer Gang, der war sehr dunkel. Und da musst du dir vorstellen, so ein Gang, wo du geradeaus gehst und rechts ging es eine Treppe hoch. Und du hörst irgendwie, du gehst unten den Gang entlang und hörst irgendwo oben Schritte. Und dann gehst du halt die Treppe hoch und auf einmal springt dir so eine Frau entgegen, während deine Wiimote anfängt zu vibrieren und zu schreien und du bist dann eigentlich so, Calling, großartiges Spiel, guckt es euch an, richtig gut. Aber Fatal Frame mit Priesterin des Schwarzen Wassers war für mich brutal. Ich war da, glaube ich, 16 und habe das gespielt. Ich habe mich so manchmal eingeschissen, ne? Boah, ne. Ich habe echt eine Stunde gebraucht, um mich zu beruhigen, um das weiterspielen zu können. Das glaube ich. Oh, ich liebe Horrorspiele. Also, was bei Fatal Frame, glaube ich, sehr gut gemacht ist, dass du so Momente hast, wo dann aus dem Augenwinkel irgendwelche Geister auftauchen und du dann selber schnell sein musst und die mit der Kamera einfangen musst, damit du extra Punkte bekommst. Und ich finde das einfach so cool, wenn du da irgendwo hinten irgendwie so eine Figur auf einmal herlaufen hast oder irgendwelche Hände, die aus der Wand kommen. Und das Spiel hat auf jeden Fall seine Marken, sage ich mal so, aber so eine Neuauflage von Fatal Frame, habe ich das Gefühl, würde heutzutage eigentlich ziemlich gut ankommen. Mit all diesen game-mechanischen Marken, wie das Aufheben zum Beispiel. Diese Aufhebenmechanik. Du bist dann da, es braucht so 3 Sekunden, die Kamera zoomt dran, wie du irgendein Item aufhebst und es kann halt passieren, dass da so eine Hand kommt und dann musst du halt einmal mit deinen Controllern hier rumschütteln, dann bekommst du ein bisschen Schaden und dann kannst du wieder das Item aufheben. Das ist so eine Mechanik, die verschwindet einfach nur Zeit und ist manchmal tense, dass du diesen Jumpscare hast, dass da die Hand kommt, aber ich weiß nicht, ist jetzt nicht so der Banger, sag ich mal so. Aber dafür diese anderen Aspekte, das Level-Design-mäßige, dieses gruselige von, oh, da ist was gewesen und ich habe es verpasst oder ich habe da gesehen, da war safe was. Es gibt ich spiele das jedes Mal am Abend gegen Mitternacht hier in meinem Zimmer und ich muss immer nach hinten gucken, weil ich immer Angst habe, dass da ja, irgendwas das kommt. Ich. Ein Level braucht eine Stunde oder so. So kann dieses ja. Level bitte beenden. Das Game hat auch unfassbar viel Backtracking, was ich eigentlich teilweise gut finde an manchen Stellen, aber meistens eher nicht so schön, aber ja, es macht trotzdem Fun, also deswegen. Kleiner Spoilerwarnung. Bei einer Stelle bei Fatal Frame im Haus, ich weiß nicht, ob das... Du musst mir sagen, ungefähr wie weit, weil ich bin gerade mal... Boah, das ist echt lang her, ich weiß nur, sie waren im Haus. Okay. Und im Haus war ein Geist und sie haben, dieser Geist hat versucht, diese Dame, glaube ich, zu entführen oder zu töten oder was auch immer. Da mache ich immer kurz. Okay. Und ich war halt in diesem Haus und musste halt diesen Geist finden. Boah, ich habe mich so eingeschissen. Ich wusste nicht, wo was und ich habe echt 2 oder mehrere Stunden gebraucht, um zu checken, was ich machen muss. Ich war voll in Panik und konnte nicht mehr klar nachdenken. Kann ja. Ja. Es ist kein Spoiler, weil wir nicht über Fatal Frame reden. Ich wollte nur was zu Calling noch anmerken. Da hast du auch ganz oft das Gefühl, dass du verfolgt wirst oder dass dich irgendwas in die nächste Ecke einfach anspringt und du bist halt echt so... Oh Gott, ich werde verfolgt. Oh Gott, irgendwas beobachtet mich. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Und dieses Ganze, das ist so ein Stressgefühl, was man durchgehen hat. Ich liebe das. Ich habe irgendwie selber Bock, so ein Horror-Game zu machen, so Third Person. Und dann aber, du hast ja deinen Charakter und dann hast du da diese Taschenlampe meistens, die sie nach vorne leuchtet. Und dann siehst du einfach nur so einen Schatten, wie der hinter dem Charakter auf einmal erscheint. So, also in dem Licht, so übelst komische Gruseleffekte. Ich habe da so viele Ideen zu so einem Horror-Game. Bevor ich vergesse...
Habt ihr schon gehört? Unreal Engine 5.1? Update, ja. Nee. Habe ich schon was gehört? Also ja, es gibt eine Unreal Engine 5 und es gibt ein Update. Ein paar Updates zu Nanites, ja. Und zu den Lights und sowas. Und ich habe gesehen, ein Typ hat ein Video gemacht und er hat, glaube ich, soweit ich verstanden habe, verbessert, dass man sogar beim Glas, also wie zum Beispiel auf einem Küchenkästchen oder so, ist Glas vorhanden. Du kannst raufschauen und es spiegelt den ganzen Raum von hinter dir wieder. Also das sieht einfach, ja, also das sieht einfach legit, also es sieht einfach echt aus. Es hat über viel, es hat teilweise noch echt viel Flackern, muss ich sagen, an manchen Stellen. Mhm. Also perfekt ist es nicht, aber die Lighting Engine, ja, die gerade, ja, ist krass. Aber das ist so nice, wenn, also Kronk hat das selbst gesagt, Shoutout an Kronk, super. Kronk, falls du das hier hörst. Ich würde doch nicht. aber es war so nice und der hat gesagt, boah, stellt euch mal das vor, in einem Horrorspiel, dass man einfach das spiegeln lässt. Mhm. Boah, die, oh, ja, das war so, oh, das wär so geil. Ich finde das jetzt schon nicht. Find die Unreal Engine auch sau cool. Ich finde auch die Tech-Demos alle sau cool. Ich habe nur ein großes Problem damit. So Tech-Demos sind halt in sehr kleinen Bereichen immer nur. Und es sieht halt super geil aus in diesem Anwendungsgebiet. Da, wenn du dir vorstellst, du hast da so ein Spiel über 40, 50 Stunden Spieldauer, wo da 600 Leute dran arbeiten, dann wirst du halt sowas noch nicht sehr zeitnah in die Spiele kriegen. Ja, es braucht generell normal Development-Time. Aber du musst ja auch überlegen, Games werden mittlerweile größer. Und das, naja, wird ja auch erwartet. Von daher ist das actually in dem Sinne schon geiler, auch besonders Nanite. Du musst keine LOD-Modelle, also keine Level-of-Detail-Modelle mehr machen, weil alle Polygone automatisch berechnet werden, dass die Level-of-Detail quasi, das ist so wie, als würdest du dein Auge anschärfen, basically. Du kannst ein Modell von einer Vase mit 1 Million Polygonen auf den Tisch stellen, wenn du in-game 10 Meter weit weg bist, wird das als, keine Ahnung, so viele Polygone berechnet, wie man dafür Pixel auf deinem Bildschirm braucht und mehr nicht. Das ist einfach so ein Performance-Ding, dass du da keine LOD-Modelle machen musst, weil dann hast du da meistens mehrere 5, 6 Versionen von dem gleichen Modell machen müssen und der 3D-Modellierer, der sitzt dann da 2 Tage mal mehr, weil er irgendwelche LOD-Modelle erstellen muss. Das spart so viel Zeit und besonders auch Ressourcen. Muss ja auch überlegen. Okay. Dann sitzen da einfach weniger Leute zur gleichen Zeit, einfach auch 4 Jahre an einem Spiel, aber es sind einfach weniger Leute und das ist einfach finanziell mehr krasser und alles. Ich hätte jetzt erwartet, dass die neue Technik dazu führt, dass man potenziell mehr Leute braucht, nee, das ist also, um das Spiel dann noch performanter optimierter zu machen. Nee, performanter, danke. Die machen da so viel Performance Optimization, das ist geil einfach. Okay, ja, cool. Nicht umsonst. Alle AAA-Games von allen, oh Gott, demnächst announceden AAA-Games, die mehr als die Hälfte davon wird mit Unreal Engine 5 gemacht. Oh, nice. Also, mal sehen, wie das so wird. Ist es okay, oh, wenn ich mal ganz kurz mich verabschiede? Ich habe nämlich echt Kopfschmerzen, ich brauche eine Tablette. Ja. Okay, bin ja, gleich, ja. Ich bin gleich wieder da. Wir können uns mal langsam Gedanken darüber machen, was so rätselmäßig ist. Genau, ihr macht das und ihr dürft währenddessen meinen Sessel ansehen mit den wunderbaren Katzen. Das mit dem wunderbaren süß. Kissen, das ich gekauft habe. Das ist echt süß. Bitte, ich stumme mich. Tschüss. Hat denn jemand eine Idee, was wir für ein Spiel, für ein Rätsel und so? Ja, lass mal. Ey, ich habe noch nicht gesagt, was ich so gespielt habe. Oh, stimmt, oh Gott. Tun so, als ob wir das nicht kennen. Ja, Amy, ist mir egal. Also, Rätsel. Ja, dann erzähl doch mal, Amy, endlich. Jetzt red doch mal. Wie willst du mit uns reden? Ja, ich habe so ein kontroverses Spiel gespielt. Oh nein, wir fangen jetzt nicht mit der Kontroverse an. Es ist mir alles egal, was Leute sagen. Harry Potter ist cool. Ja, das wollte ich jetzt nur lustig andeuten. Auf jeden Fall, das ganze Thema wird auch ernst genommen von uns allen. Nur, dass ihr wisst. Ich wollte nur einfach allgemein, wie Hogwarts Legacy so ist. Also, es ist eigentlich wie Cyberpunk am Anfang. So, jetzt lasse ich mich mal nicht spoilern. Achso. Actually, weißt du, ich überlege auch die ganze Zeit, das zu holen. Ich habe mir super viel angehört. Ich weiß, da gibt es super viele Fetch-Quests und so Side-Quests, die so ein bisschen nervig sind. Performance cool. Ist gerade so ein bisschen ein Deal. Wie Cyberpunk Breaker. Eigentlich. Ja, so, also, Cyberpunk habe ich gehört. Ja, bitte, also ich habe... Natürlich nicht. Ich habe nur... Kann jemand bitte ein... Ja, danke.
Also ich spoilere euch nicht, ich will nur sagen, es ist, ich bin erst bei 30% quasi. Ist die Frage? Weiß ich nicht, warte, ich guck mal, wie lange ich gespielt habe auf Steam. 20 Stunden. 20 Stunden, 30% sind 60. Ja, vielleicht ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich werde auch sagen, wenn ich das Spiel fertig gespielt habe, wie viele Stunden ich gebraucht habe. auf jeden Fall ist es halt so wirklich Performance und alles mögliche Anfang einfach wie Cyberpunk. Auch nach dem Update hat sich's auch nicht so ganz gebessert. Aber allgemein finde ich einfach Hogwarts Legacy wirklich schön. Hogwarts Legacy hat so ein interessantes Problem, dass egal welche Videoeinstellungen du hast, ob das qualitativ hoch oder niedrig ist, die immer Performance-Dips haben, weil die das Game auf 60 FPS gekappt haben. Und da gibt es irgendwas Probleme mit dem Videospeicher und so, dass das manchmal dippt. Und das Witzigste ist, mein Freund spielt das auch mit höchsten Einstellungen und mit Raytracing. Das Spiel ist bei ihm 20 Mal abgestürzt. Ah. Worum geht's? Hi. Hogwarts Legacy. Oh, wo wir da gerade dabei sind, kann mir einer sagen, warum die deutsche Verpackung 74,50 kostet und die normale 69,99? Was? Deutsche Verpackung und die normale, was? Also ich gucke hier gerade, weil ich weil es mich interessiert. Hogwarts Legacy PlayStation 5, einfach so, 69,99. Und dann Hogwarts Legacy, deutsche Verpackung, 74,50. Was? Keine Ahnung. Das eine ist vielleicht gar nicht, in Deutschland überhaupt verkauft und sofort drauf. Wird das importiert? Steuern oder so ein Scheiß? Alles keine okay. Ahnung, verwirrt mich. Ja, ich habe ultra Kopfschmerzen gerade, ich weiß auch nicht. Corona ist anstrengend, Leute. Wir machen eh jetzt das Spiel gleich. Ja. Oh, wir müssen später noch über die Nintendo Direct reden. Aber machen wir erst das... ich wusste, da kenne ich Amy. Ich will nicht mehr allzu lange machen. Oh, the King. Ja, wie? Da bist du nicht mit uns, oder was? Werden wir boykottiert, weil wir über Hogwarts geredet haben? Scheiße. Wow. Da sagt er erst noch, ja, jetzt ich muss auch noch was zu essen machen, Leute. Ich hab nicht und dann sagt er jetzt einfach knallhart, ey, das finde ich so frech. So, Johnny kriegt keinen Punkt fürs Rätsel. Alles gut, es war ein Scherz. Okay, meine Frage wurde, werden wir boykottiert, weil wir Hogwarts Legacy erwähnt haben? Wir reden jetzt nicht schon wieder über irgendwelche kontroversen Themen, ist mir egal. Ich sag das wirklich, weil es mich interessiert. Also, wer soll uns boykottieren? Wir haben 5 Zuhörer. Okay, alles klar. Sag niemals nie, Ich habe Anfang gesagt, wir nehmen das Thema ernst und wir stehen auch zu LGBTQ sehr, also bitte... In dem Game gefuscht. Okay, alles klar. Dann ist okay. Ja. Luna ja, ganz, schon am Ende. Ganz großes Problem damit, weißt du, wenn, also, ich... Jetzt redest du drüber. Ja, ich muss, eine Sache, die jeder mal mitnehmen kann und sich mal kurz im Gedanken im Kopf lassen kann, es gibt Menschen, denen ist das Thema egal, es sind Menschen, die sind tolerant und auch wenn Menschen das tolerant sind und denen das egal ist, dann stößen die als erstes darauf, dass es irgendwelche Menschen gibt, die sich tierisch darüber aufregen und anderen Leuten das Spiel vermiesen wollen und das führt alles nur dazu, dass die Akzeptanz dieser ganzen Community ganz stark nach unten geht. Das ist bei bei Veganismus so, das ist bei Vegetarismus so, das ist beim Gendern so, das ist bei LGBTQ+ so. Ich verstehe das, dass man das boykottieren kann, wollen, muss, was auch immer, keine Ahnung. Aber macht es doch den Leuten, die doch tolerant sind, nicht so mies. Also keine Ahnung, auch wenn hier jemand dafür Geld sammelt und das Geld dann spendet, dann muss man den nicht fertig machen. Zum Beispiel, so mehr will ich dazu nicht sagen. Aber das regt mich echt auf, dass man, wenn jemand ein bisschen was Spaß an der Sache hat, weil der, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein schlechtes Jahr hatte durch Corona, durch irgendwelche Angriffskriege, und dann denkt er sich, ah cool, Harry Potter, ich will mich ein bisschen entspannt zurücklegen, und dann kommen irgendwelche, egal, Rätsel. Wer will ein Rätsel machen? Ich war schon letztes Mal. Actually, ich würde gerne, aber ich weiß, dass ich es verkacke. Ja, nein, das du nicht. Oder hat jeder schon? Wenn wir das über Steam machen können, dann kann ich das bestimmt machen. Das habe ich die ganze Zeit mich gestummt, wenn ich husten musste. Und jetzt ist es mir einmal passiert, dass ich es nicht mache. Nicht kein Problem. Ich kann alles raus, was du jemals gesagt hast. Ich lasse nur das Husten drin von Luna.
Oh, Manu. Lex schneidet nur das Husten rein. Oh, bitte schneid mir so ein Ducky rein, was dann so quack, quack, quack macht oder so, während ich huste. Oh, ich habe so Schmerzen, Leute. Es ist richtig schlimm gerade. Ist es Hotline Miami? Ah, oh, nee. Kopfschmerzen. Oh. Also ich kenn's, aber ich kenn's nicht so gut. Wenn ich das Spiel selber kenne, kann ich dann nicht einfach Dinge beschreiben? Du kannst auch Dinge beschreiben. Dann verkacke ich es. Dann verkackst du es. Anfangen und dann Ja-Nein-Fragen ergibt sich der Rest. Wo sehe ich denn Info, oder? Wenn du auf die Shop-Page gehst, einfach. Dann steht da rechts neben den Text. Ach, auf die Shop-Page davon. Oh, Mann. Ja, hätte ich vielleicht nicht in die... Ja. Ganz langsam, Luna, wir wissen, dass du Kopfschmerzen hast. Du hast Zeit. Ja, mir geht's nicht so gut. Lass dir Zeit, wir sind ja erst seit 2 Stunden am Quatschen. Ich muss mal was zu essen machen. Sorry. Ich muss auch was essen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ist wichtig, für den König. Über dieses Spiel, da. Scheiße. Oh nein. Da steht im Titel. Das Spiel ist das und das. Ja. Also, egal was ich davon vorlese, du kannst ja ihr wisst sofort, worum es geht. Was gut aber ist, da gibt's was, Key Features. Weil das der Sinn ist von diesen Titeln. Also. Ich glaube, ich wähle gerade ein Spiel, das auch einfach zu einfach ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist. Ich dachte vorhin so, das ist sau gut. Und jetzt denke ich mir so, das ist gar nicht gut. Das kennt jeder sofort, wenn ich das erkläre. Wenn du nichts hast, ich hätte eins. Ja, mach. Ich überlege mir fürs nächste Mal eins. Sekunde, ich muss Ich hatte eins, aber ich habe gemerkt, es ist zu einfach. Es tut Was mir hattest leid. Du denn? Ich hatte Deponia, aber das erklärt, das glaube ich, checkt man sofort, wenn man sagt, es ist ein Planet voller Müll. Click and Point Adventure. Und okay. Amy hätte gesagt, point so. Click. Point and Click. Ja. Da. Ich fange mal mit der unbeschreibbarsten, also mit der Beschreibung an, die das Spiel am wenigsten spoilert. Jage wilde Tiere, sammle Obst und Gemüse oder plündere gegnerische Lager, um Nahrungsmittel zu finden, damit der Protagonist nicht hungern muss. Du kannst sogar Rezepte lernen. Neue Rezepte bieten nicht nur Abwechslung für den Protagonisten, sondern können den Protagonisten heilen oder seine Fähigkeiten verbessern. Wie ist die Reihenfolge? Geht's rum? Amy fängt an, dann kommt MC Johnny, dann kommt MC Kopfschmerzen. Okay. Ist das ein Fantasy-Spiel? Yes. Fuck. Ist das schwierig. Ist das vor 2020 erschienen? Ja. Ne? Kennen wir das alle überhaupt? Hast du da drauf geachtet? Du bist nicht dran. Ich kann es fragen. Also, nee, ich meine so allgemeine Frage, ohne dass das zählt. Ja, so funktioniert das Spiel nicht. Okay, alles klar. Was hast du gesagt? Ja, kann ja sein. Das Game schon kennen. Okay, hat er jetzt Ja gesagt? Ja, also es ist... Na, ich muss. Hat er Ja oder Nein gesagt? Amy ist noch dran und ich habe gar nichts dazu gesagt. Ich habe gesagt, so funktioniert das Spiel nicht. Amy davor. Ist dran, die Frage zu stellen. Und ich sagte, ja, das Spiel kam vor 2020 raus. Entschuldige. Alles gut. Ist das ein Konsolenspiel? Yes. Aha. Warum habe ich jetzt auf alles Yes, Mann? Also, ich habe nicht gesagt, dass es ausschließlich ein Konsolenspiel ist, aber es ist, Punkt. Okay, dann muss ich das nochmal fragen. Ist das hauptsächlich ein Konsolenspiel? Ja. Also nicht für den PC erschienen? Nein, es ist nicht für den PC erschienen, darum ist Johnny jetzt dran. Okay. Ja, du hast ein Nein bekommen. Nein, es ist nicht auf dem PC erschienen. Okay.
Du hast die Frage negiert. Hättest du. Ja. Warte mal, hättest du nicht gesagt. Ja, warte mal, nein, sagen. Du kriegst ein Ja. Ja, es ist nicht auf dem Befehl erschienen. Du bist weiter dran. Ja. Ja, sie bekommt ein Ja. Richtig. Ja, ja. Was ist verwirrend, ey? Sorry. Deutsche Sprache. Es war eine verneinte Frage. Du hast recht. Ja, du bist weiter dran, Amy. Sorry. 30 minus 6 ist 25. Also, okay. Also, Fantasy-Spiel, Konsole vor 2020. Boah, es ist schwierig. Ist das auf Nintendo erschienen? Auf Nintendo? Also, als Nintendo-Spiel erschienen? Yes. What the fuck? Ich will nicht mal dran sein. Ich bin nicht so sicher, was das Spiel ist. Schon von Anfang an. Ist das ein... Weißt du das schon? Ich kenne den Titel aber nicht, das ist das Problem. Oh, shit. Ich auch nicht. Ich darf nicht nach dem Titel googeln. Nein. Ich muss leider echt passen. Ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll. Frag dann irgendwas. Du kannst gerne weitermachen, Johnny. Ah, fuck. Genre von dem Game oder sowas. Hab ich schon gefragt. Oh, was denn? Das ist Fantasy. Ja gut, das ist ein Setting, das ist kein Genre. Sorry, Game Design. Mittelalter? Sag mich ja. Jein? Okay, ich habe ein Jein bekommen, du kriegst. Okay. Ist der Protagonist in Super Smash Bros. Ultimate vertreten? Yes, so wie jeder Charakter. Nee, ich weiß, wer das ist, weil es allein schon Protagonist heißt. Ich kann das Spiel auch erklären, aber ich weiß nicht, ich kenne den Titel nicht. Das ist. Vielleicht weiß ich ja. Ich glaube, ich guesse mal den Titel. Ist das Dragon Quest? Irgendwas, irgendein Teil? Ist das Dragon Quest? Nein. Okay. Das heißt wahrscheinlich gar nicht Dragon Quest. Ich habe echt gar keine Idee und ich hätte einen Titel, den ich reinwerfen könnte, aber ich weiß nicht, ob das... Ist es Golden Sun? Nein. Glück gehabt, weil das habe ich mir zuerst überlegt. Boah! Also ist es bei der Super Smash Brothers vertreten. Yes. Ich weiß. Sicher, dass ich das kenne? Spielbildlich. Du bist nicht dran. Okay. Ja, du hättest erklären sollen. Ja, vielleicht weiß ich es. Oha. Richtig so. Arsch. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe nicht alle Charaktere im Kopf. Scheiße. Ich auch nicht. Ich habe nie mal Ahnung von einem. Was? Einmal alle aufzählen, sind nur 70, 100 Stück. Keine Ahnung. Okay, Google. Halt... Stopp! Ja. Was war das? Was ist jetzt passiert? Mein Google Home hat irgendwas erzählt. Okay. Man hört sich auch eine Aufnahme bei dir. Es ist halt nicht Zelda, weil Zelda tut das nicht. Boah, ich hab echt keine Ahnung. Der Protagonist. Ja, das ist ein. Also ist der Protagonist ein R? Ja. Also wir suchen einen Typen. Hat da Begleiter? Nein. Nein? Bom. Ziemlich. Hast du das Spiel gespielt? Was? Nochmal? Hast du das Spiel gespielt, bitte? Dex? Ich habe irgendwie nur gefragt, ob er sich sicher ist mit dem, ob derjenige Begleiter hat. Okay. hat der Protagonist ein Schwert? Ja. Gibt es in dem Spiel einen blauen Slime mit zwei Augen, der Nein. freundlich ist? Nein? Das hat nichts mit Dragon Quest zu tun. Das ist scheiße, ich bin auf der ganzen Okay.
Wenn du es nicht weißt, Luna, gibt es noch einen neuen Tipp. Ich habe keine Ahnung. Mir kommt vor, ich kenne das gar nicht. Hat das irgendwie eine Storyline? Also so wirklich eine richtige Story? Oder ist es einfach so dahin? Hat es eine Storyline? Ja. Das ist so witzig. Der Bro hat ein Schwert. Ich habe keine Ahnung. Mir kommt vor, ich kenne das nicht. Oh. Ja, und welcher Teil? Bildet sich der Typ ein, jemand anders zu sein? Ich liebe deine Frage, nein. Ja, sorry, das Bessere ist mir nicht eingefallen. Gut, neuer Tipp, der Protagonist oder die Protagonistin stehen auch viele verschiedene Outfits zur Verfügung, die ihn oder sie je nach ihrer Eigenschaften gut vor Umwelteinflüssen und Angriffen schützen. Von Schneekleidung bis hin zur Rüstung ist alles vertreten. Doch Achtung, während eines Sturmes sollte der Protagonist oder die Protagonistin kein Metall tragen, denn das zieht Blitze an. Boah, ich habe echt keine Ahnung. Was ist das? Ich finde das so witzig, wie es beschrieben ist, dieses Spiel. Hä? Und wir kennen es eigentlich alle. Digga, es ist ein Smash Bros. Du musst das kennen. Ich kenne das nicht! Ich kenne die ganzen Charaktere von da nicht! Ich weiß es nicht! Nein, ich huste! Gibt es von diesem Spiel mehrere Teile? Was? Gibt es von diesem Spiel mehrere Teile? Das müsste ich dir streng genommen Nein geben, aber das könnte dich auf die falsche Fährte führen. Also, ich gebe dir mal ein Ja. Gibt es auch Spin-Offs? Ja. Gibt es Monster? Gibt es Monster, ja. Scheiße. Es ist aber kein Dragon Quest. Ein Charakter ausgeschlossen. Was, ein Charakter ausgeschlossen? Ja. Okay. Der Protagonist / die Protagonistin. Ich frage mich, was das für eine Spielreihe sein könnte. Keine Ahnung, ich würde jetzt einfach nur sagen Fire Emblem. Nein. Ach, Fire Emblem reicht als Prompt, egal welcher Teil. Als Frage? Ja. Okay. Es hat nichts mit Fire Emblem zu tun. Blemblem. Okay, Dude hat ein Schwert oder Girlie hat ein Schwert. Nichts mit Fire Emblem zu tun, im Smash-Roster. Hat wahrscheinlich irgendeine Welt mit Blitzen. Gibt gleich nochmal einen Tipp für alle. Ja. Ein bisschen. Es kann nicht Zelda sein. Kann es nicht sein. Ich bin am Lautdenken. Ja, ich bin am Lautdenken. Denn noch ein Schwert? Mir fallen halt eine Zelda und Fire Emblem Charaktere ein. Von Super Smash Bros. Was ist mit den ganzen Final Fantasy Boys? Aber Final Fantasy ist es nicht, weil der Kollege ist nicht Cloud. Also. Ist das? Oder wie heißt dieser eine Typ mit dem einen Flügel da? Ja, hatte nicht auch ein Schwert? Hähnchen. Aber das Game, was hat das Game mit Blitzen zu tun? Like, ist das Spiel ein Spiel aus der Final Fantasy Reihe? Nein. Gut, das habe ich erwartet, dass ich die Frage verleihen soll. Kriegen wir noch einen Tipp, bitte? Ist jeder fein damit, dass ich einen etwas besseren Tipp gebe? Ja. Erkunde die Landschaft XY ganz wie du möchtest. Erklimme Türme und Gipfel und suche nach neuen Zielen. Nutze einen mysteriösen Stein, um eine Karte der Landschaft zu sehen und interessante Orte zu finden. Ich kenne das Spiel, ich bin dumm. Ich habe das Gefühl, ich kenne das gar nicht. Du kennst das. Nee. Ein Stein. Ich bin so verwirrt.
Ein ich Stein. Kann das sicher auch, aber ich habe was macht genommen. Der? Stunn! Ugeln! Hä? Meine Karte zeigen! Hä? Ich bin so verwirrt. Na, wer tut sowas? Hat ein Schwert. Sie ist. Ganz schön Impact. Apache Helikopter hat ein ja, Schwert. Ein Schwert. Er hat einen Stein. Steine sind die besseren Menschen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nun stell mal eine Frage, die so generell ist vielleicht. Ja, pff. Ist das ein RPG? Ich würde sagen ja. Oh, ich weiß, was ich meine. Habe ich das selber gespielt? Ja. Oh, was? Das ist interessant. Was habe ich denn? Was habe ich denn auf der Switch gespielt? Du meintest, es ist ein Nintendo, ne? Ja. Haben wir gesagt, dass es ein Switch-Spiel ist? Nein, Nintendo. Nee, weiß ich nicht, aber ich spiele eigentlich. Nintendo. Also. Das heißt, es kann auch auf anderen Konsolen. Ich habe nicht so viel. Ich habe nicht so viel Nintendo gespielt an sich, deswegen kann es eigentlich nur entweder auf der Switch oder auf dem 3DS. Und auf dem 3DS habe ich nur Animal Crossing und Dings gespielt. Zelda. Nein, das ist nicht. Es kann nicht Animal Crossing sein. Kann es nicht. Und wegen Plündern. Wenn das Animal Crossing ist, dann hat derjenige, der dieses Spiel, die Spielbeschreibung geschrieben hat, ganz schön verkackt. Wow, was war das? Weiß ich nicht. Habt ihr das auch gesehen? Ja. Oh, ich glaube, jetzt gibt meine Kamera langsam den Geist auf. Moment, ich muss husten. Ich verstehe es nicht. Was habe ich da noch gespielt? Ich habe halt Undertale gespielt, aber das macht auch keinen Sinn. Undertale habe ich da drauf gespielt. Ich habe Luigi's Mansion gespielt. Ich habe Odyssey gespielt oder spiele gerade Odyssey. Ich habe Animal Crossing gespielt da drauf. Was habe ich auf der Switch noch gespielt? Keine Ahnung. Ich habe auf der Wii nichts gespielt, ich habe auf der Wii U nichts gespielt. X! Aber ich habe es anscheinend gespielt, also hä? X? Ah, X. X! X marks the spot. Ich habe nichts mit X gespielt. Verwechselst du mich mit jemandem, Lex? Ich verwechsel dich nicht mit jemandem. Keine Frage. Hat nichts mit X zu tun. Ich schmeiß jetzt einfach irgendeinen Namen rein. Xenoblade oder so. Nein. Ja, hätte ich mir das auch nicht anders erwartet. Zweimal auf eine Fährte. Eine Runde noch. Und dann löst sich so nach und nach auf. Hat das Schwert einen besonderen... warte. Nicht einloggen die Frage. Nicht einloggen die Frage. Baum konzentriert sich. Ist dieses Schwert besonders und wird nur einmal benutzt? Dieses Schwert? Was ist denn dieses Schwert? Ja, das, was der Protagonist oder Protagonistin hat. Da wir vorhin festgestellt haben, dass der potenziell mehrere Waffen tragen kann, kann ich dir nur Nein geben. Ja, Scheiße, haben wir vergessen. Das festgestellt, aber okay, danke für die Info. Oh, vorhin hat er halt gesagt, hat ein Schwert und ich sagte auch. Ah. So. Wir haben uns da versteift. Egal. For gore, I guess. Ich bin dran. Yes. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass das so lange dauert. Es ist crazy. Es ist nicht Xenoblade. Ich verstehe es nicht. Es kann nie ein Zelda sein. Es ist nicht Fire Emblem. Es ist nicht Dragon Quest. Digga, welche Leute... Nein! Das kann nicht sein. Bitte probier es einfach. Ist das ein Game? Nein. Okay, ich hab gerade an Mechanite gedacht. Safe nicht. Ja, what the fuck? Hä? Was ist es denn? Noch ein Tipp? Ich bin so verwirrt, Lex. Ich kenn das nicht. Ja, ich will einen Tipp haben, bitte. Soll Luna noch einen Tipp kriegen? Ja. Bitte, bitte. Also, Johnny hat gerade eine Auflistung gemacht und bei allen Spielen, bis auf einem, hat er explizit nach dem Titel gefragt.
Nein. Hä? Nein. Als ob ich jetzt da irgendwie das... Das ist kein Tippler, Alter. Ich hab nicht aufgepasst, was Johnny da gelabert hat. Ja, ich auch nicht. Denkst du, ich hör zu, oder was? Ja, jetzt habt ihr noch mal zweimal... Jetzt habt ihr noch zweimal die Chance, den Punkt von Johnny abzustauben. Hä? Das ist so gemein. Ich will da selber drauf kommen. Das war die Absicht. Der ist... Arschloch. Scheiße. Ich darf nicht auf den Text hören, außerhalb der Ja- und Nein-Fragen. Verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe gefühlt nichts gespielt, was in die Richtung geht. Habe ich das länger als 5 Minuten gespielt? Hast du safe. Oder? Weiß ich nicht. Was ist das denn? Ja, das safe. Mehr als 5 Minuten gespielt. Bin mir schon sicher. 6 Minuten mindestens. Ich hab nicht so viel auf Nintendo gespielt, dass ich das sagen könnte. Ich weiß es nicht. Es ist so ein Titel, wo ich mir denke, Digga, warum, Lex? Warum? Keine Ahnung, Naimi, bitte. An die Blitze vielleicht nochmal. An die Blitze? Ich erinnere mich an keinen Charakter, der irgendwas mit Blitzen zu tun hatte. Ich hätte jetzt gesagt, ja, Sport oder so. Offenbar hat es mir nicht gefallen, weil sonst hätte ich ja weitergespielt, würde ich mal sagen. Also, okay, langsam. Luna, du hast jetzt gesagt, Amy kriegt das Fragerecht, ja? Ja. Amy, du hast bitte. Earthbound gesagt. Ja. Dann kriegst du Nein, dann kann es Johnny abräumen. Ey. Ja. Oder? Ja, richtig. Was? Was? Es ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Leck mich fett, du Behinderter! Also, sorry, das habe ich nicht länger als 5 Minuten gespielt. Deswegen habe ich Ja gesagt. What? Wieso hast du denn Breath of the Wild nicht länger als 5 Minuten gespielt? Was ist denn nicht gefahren, Luda? Weil ich die Steuerung so abnorm scheiße fand. Ich hab was in die Hand genommen, Lex meinte so, wirf es nicht weg. Und ich... Und sie hat es weggeworfen. Weil ich nicht wusste, wie diese Steuerung funktionieren soll. Aber ja. Ich hab's dann direkt wieder gelassen. Für dich, Amy, du erinnerst dich dran, man kann da kochen. Du kannst da Tiere jagen, du kannst Obst machen und dann kannst du hier diesen ganzen Kram wenn du eine kochen. Ich hab tatsächlich... von Blitzen getroffen. Ja! Ich hab tatsächlich an Breath of the Wild gedacht, aber daran nicht mehr. Darf ich kurz sagen, dass ich... Eigentlich hätte man das nicht zählen können, als ich kenne das, weil dafür habe ich es nicht genügend gespielt, dass mir die Tipps irgendwas hätten bringen können. Du hast meinen Stream damals Stunden angeschaut. Lex, ich habe nebenbei gezeichnet. Und das ist... Ja, wie lange ist es her? Länger, als wir zusammen sind. Denkst du, ich merke mir sowas? Ja, also Luna, ganz ehrlich, das ist... Also, den Titel, den kennt man. Ja, den kennt man, aber das nicht. Ich habe ihn nie gespielt. Wenn du ihn nicht gespielt hast, bringen dir die Tipps nicht. Oder nicht viel. Es ist okay. Es ist vollkommen okay. Aber war schwierig jetzt für mich. Also, das war. Dafür kannte ich es ein bisschen zu wenig. Ich wusste, dass du kochen kannst, aber das mit den Blitzen, das sagt mir gar nichts. Ja, das hat Johnny und Amy auch nichts gesagt. Und wenn Luna kein Game gefunden hat, dann machen wir keinen Podcast. Doch, ich. Ich finde eins. Ich habe sogar eins gerade. Ich fand das so witzig. Ist es Xenoblade? Nein. Ist es Final Fantasy? Nein. Ist es Kirby? Nein. Es kann Kirby nicht sein, es kann Xenoblade nicht sein, es kann Final Fantasy nicht sein, es kann Zelda nicht sein. Das Einzige, ja, ich dachte mir so... Ja, wir beide haben es ja ausgeschlossen. Das einzige Zelda, an das ich gedacht hatte, war, was habe ich gespielt? Ocarina of Time. Ocarina of Time. Und ich dachte mir so, aber der hat doch ein Schwert. Hat er? Er hatte ein Schwert, ne? Ja. Und ich dachte mir so, fuck. Aber da hast du uns voll auf die falsche Fährte geführt, Johnny, weil du dachtest, dass er unbedingt ein Schwert haben muss. Und, scheiße. Aber ja, stimmt, das mit dem Kochen hättest du mir eigentlich auch sagen. Aber ich wusste nicht, man muss Dörfer raiden in Breath of the Wild? Ja, Dörfer plündern. Das sind ja Ruinen. Das wusste ich nicht. Nee, ich sagte, oder plündere gegnerische Lager. Goblin-Lager. Ja, okay, gut, das macht natürlich Sinn. Okay, ja gut, also mir hätte irgendwie ein Tipp was gebracht, von wegen, es ist riesig. Open World. Das ist Open World, ist also, ja, sowas hätte mir mehr gebracht. Aber darum geht's ja, dass es schwierig ist, also. Nee, es ist vollkommen okay. Ich hatte nur ein bisschen zu wenig Erfahrung dafür. Wir müssen es langsam beenden. Baum verhungert. Damn you, Lex, damn you. Ich habe tatsächlich seit Corona habe ich kein Hungergefühl mehr. Oh ja, das ist voll scheiße, das ist richtig schlimm. Als Corona hatte, war das auch echt? Schlimm. Ja, mir geht's nämlich genauso. Hungergefühl hat einen komplett zerstört. Ich habe so wenig gegessen während Corona. Wie lang? Nee, ich habe überhaupt keinen Hunger. Ja. Ich kann tagelang ohne was zu essen gehen. Wie lange hat es gedauert, bis es wieder zurückkam? Keine Ahnung.
eine Woche oder so. Ich habe Zeitgefühl verloren. Ich bin so ein Mensch, der jeder Tag sieht bei mir gleich aus. Okay, ja gut. Ich hoffe, dass das wieder zurückkommt. Das ist ganz schlimm. Ja. Also, danke an euch allen, die zugehört haben. Oh, ihr seid ja auch. Wir müssen langsam beenden. Ja, no shit. Falls ihr nochmal zuhört. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir haben sicher neue Themen zu besprechen. Und wer macht den richtigen Abschluss? Ich kann das nicht so gut. Erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke, Winke.